ein herzliches Willkommen in der Bibliothek der Rosa-Luxemburg-Stiftung, heute der Literatursalon. Das ist eine kleine Veranstaltungsreihe, die wir haben. Unser letzter Gast war im Übrigen Bodo Ramelow. Da haben wir hier eine schöne Diskussion geführt. Und ich freue mich natürlich ganz besonders über die Diskussion, die wir heute haben. Schön, dass Sie alle da sind. Sollten noch irgendwo Plätze frei sein, es kommt noch jemand, dann winken Sie einfach mal und winken die Leute zu sich. Schön, dass Sie da sind, dass Sie gesund sind und dass wir wieder mit weniger Abstand zueinander kommen können, miteinander ins Gespräch kommen können. Das war auch uns wichtig als Stiftung, dass wir das endlich hinbekommen. Ja, wir haben heute zwei Gäste. Wir haben Herrn Gregor Gysi, zu dem ich im Übrigen nichts sage. Wenn ich ihn jetzt vorstellen würde, dann wäre die ganze Zeit um. Das, glaube ich, brauche ich nicht. Wir werden, denke ich, auf das eine oder andere zu sprechen kommen. Ich freue mich sehr, dass Hans-Dieter Schütt bei uns ist. Hans-Dieter Schütt ist im Übrigen Gummifacharbeiter, hat eine Lehre gemacht als Buchhändler, hat studiert Dramaturgie und Theaterwissenschaften, hat dann von einem Theater-Filmkritiker bei der Jungen Welt bis zum Chefredakteur der Jungen Welt gebracht. Das Schreiben hat ihn nach der Wende nicht losgelassen, fürs ND immer wieder, aber auch zum Beispiel für die Blätter für deutsche und internationale Politik hast du geschrieben. Er hat mitgearbeitet an der Autobiografie von Gregor Gysi. Jetzt haben wir den ersten Bezugspunkt zu beiden, nämlich Ein Leben ist zu wenig. Damit tourt ihr beide auch in Gesprächen, in Veranstaltungen Ost und West im Übrigen. Ja, er hat viele Interviews gemacht, die er nicht Interviews nennt, sondern Gespräche nennt, und hat daraus Bücher gemacht mit Ursula Karusheit, mit Gerd Gundermann, mit Regine Hildebrand, mit Klaus Lederer unter anderem. Und bei Klaus Lederer in dem Buch hat Gregor das Vorwort geschrieben. Ja, das sind unsere beiden Gäste und wir werden heute miteinander ins Gespräch kommen. Wir, das sind Effi Bölke. Effi ist Referentin der Geschäftsführung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und mein Name ist Dagmar Enkelmann, ich bin die Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Also ein herzliches Willkommen. Ja, wir wollen Ihnen heute gemeinsam ein Buch vorstellen, das heißt, was Politiker nicht sagen. Das ist in diesem Jahr schon in zweiter Auflage erschienen. Ist das schon vergriffen jetzt oder kriegt man das noch gekauft? Aha, gut, also Ostbahnhof kann man dann empfehlen, da kann man es kaufen. Ich wollte nur sagen, das weiß ich nicht. Ich arbeite nicht beim Postzeitungsvertrieb und auch nicht beim Verlag. Ich habe schlicht keinen blassen Dunst. Aber es ist ein Bestseller, wenn innerhalb kürzester Zeit bereits die zweite Auflage kommt. Insofern kann man es, glaube ich, nur empfehlen. Und wir werden heute alles dafür tun, dass Sie Lust darauf bekommen, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Weil es ist schon ein besonderes Buch. Gregor, ja, es ist eine besondere Materie. Es geht um Sprache, es geht um Kommunikation, es geht um Rhetorik, es geht um Absender und Adressaten. Und wir beide kennen uns ja schon sehr, sehr, sehr lange. Ich will jetzt nicht sagen, wie lange, also wir kennen uns jedenfalls schon lange. Und wir beide haben Erfahrung gemacht bei der Linken und der Vorgängerin in diversen Auseinandersetzungen, wo es sozusagen um bestimmte Fragen ging. Und das ist mir bei dem Titel natürlich sofort aufgefallen, dass dieser Titel nicht gegendert ist. Das heißt nämlich, was Politiker nicht sagen. Meinst du ausdrücklich Politikerinnen nicht? Nein, die Überschrift wäre zu lang geworden. Das ist das Problem. Und für die Überschrift bin ich auch nicht direkt zuständig, nur ein bisschen. Aber im Text versuche ich immer zu gendern. Also ich verwende immer die weibliche und die männliche Form und kann ja auch erklären, woran das liegt. Ich habe natürlich früher auch Frau Staatsanwalt gesagt und nicht Frau Staatsanwältin oder sowas. Und dann gab es im Neuen Deutschland einen Kommentar von einem Chefredakteur, nicht von mir. Und der schrieb, dass das alles Quark ist, weil die Frauen wissen ganz genau, dass sie bei der Verwendung des männlichen Begriffs mitgemeint sind. Und dann gab es einen Leserbrief und da schrieb eine Frau, ja, das stimmt,
Aber das waren jetzt viele tausend Jahre so rum und für die nächsten tausend Jahre schlägt sie die umgekehrte Variante vor. Man verwendet immer die weibliche Form und die Männer wissen, dass sie mitgemeint sind. Und dann kam ihr Schlusssatz. Ich hatte ja mit der nichts zu tun mit dem Kommentar, aber die Dresche bekam ich. Und der Schlusssatz lautete, dann heißt es ab heute Herr Rechtsanwältin Gysi. Und das war ein Erlebnis in meinem Kopf. Ich wollte nicht Rechtsanwältin werden und habe begriffen, dass die Rechtsanwältin Anspruch darauf hat, dass ich auch Rechtsanwältin zu ihr sage, so wie ich Anspruch darauf habe, als Rechtsanwalt angesprochen zu werden. Und deshalb verwende ich immer beide Formen. Aber wenn du es wissen willst, das große I, den Doppelpunkt und das Sternchen nicht, weil Dinge, die ich nicht sprechen kann, will ich auch nicht schreiben und ich will auch nicht machen. Vielleicht eine kleine Frage noch dazu, weil wir haben das ja geübt im Bundestag. Bei deinen Reden ist dann aufgefallen, dass du tatsächlich immer beide Formen, also die männliche, die weibliche Form verwendet hast. Nur an einer Stelle nicht. Also Mörder ging das. Mörderinnen hast du nie gesagt. Stimmt, obwohl es sie gibt. Ich habe auch schon eine verteidigt. Ich habe auch nie Kriegsverbrecherin gesagt, weil die Soldaten immer männlich waren, die Kriegsverbrechen begangen haben. Das hat sich nun geändert. Jetzt gibt es auch immer mehr weibliche Soldatinnen, die auch Kriegsverbrechen begehen. Also werde ich leider auch im Negativbereich jetzt die Frauen mitbenennen müssen. Aber Vergewaltigerinnen gibt es nicht. Was es gibt, sind Nötigerinnen zu sexuellen Handlungen, aber sehr, sehr selten. Auch Kindesmissbrauch zum Beispiel gibt es ganz selten auch bei Frauen. Aber da kommt wirklich, sage ich mal, ein Fall auf 1000 männliche Fälle. Das ist schon ein gravierender Unterschied, muss man auch mal erklären. Ne? Herr Gregor, ich spiele jetzt auch noch mal auf den Titel an, was Politiker nicht sagen, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht. Lieber Gregor, du bist ja auch Politiker. Was sagst du unter Umständen nicht, weil es dir vielleicht auch mal um die Mehrheit und nicht um die Wahrheit als solche geht? Also ich sage nicht direkt was Falsches, aber ich lasse Sachen aus. Also bei einer Wahlkundgebung, wo ich weiß, die gehen alle, wenn ich das jetzt sage und keiner gibt mir die Stimme, dann sage ich, dann sagst du es hier einfach nicht. Das räume ich ein. Aber was ich nicht mache, ist, dass ich das Gegenteil von dem sage, was ich denke. Und das liegt an einem Jugenderlebnis von mir und deshalb kann ich schneller sprechen als andere. Ich kann dir das erklären. Wenn die in einer Talkshow sitzen, CDU, CSU, SPD, Grünen, Politiker, FDP, das spielt gar keine Rolle, dann bekommen die eine Frage und dann müssen sie einen kurzen Moment darüber nachdenken, was denke ich eigentlich, was denkt mein Vorstand, wie weit kann ich abweichen, wie weit kann ich nicht abweichen. Und deshalb fangen sie an, was anderes zu erzählen, bevor sie eigentlich die Frage beantworten. Und ich war 16 und da passierte mir einmal im Leben, was mir nie wieder passiert ist, ein einziges Mal im Leben, dass ein Mädchen mehr von mir wollte als ich von ihr. Also sonst war es immer umgekehrt. Aber das war dieser einzige Fall so lang. Und da habe ich sie belogen, weil ich wollte nicht mit ihr und ihren Eltern das Wochenende irgendwo verbringen. Und am nächsten Morgen habe ich mich sofort verquatscht, weil ich ja die Lüge vergessen hatte. Und damals habe ich mir gesagt, Gregor, ein Lügner muss sich seine Lügen merken können. Wenn man die wie du am nächsten Morgen vergessen hat, muss man es bleiben lassen. Und deshalb lüge ich nicht mehr. Also aus ganz praktischen Gründen, sage ich mal. Und deshalb kann ich schneller antworten. Ich sage dann einfach meine Meinung und das ist bei den anderen häufig anders. Darf ich mal ein Beispiel nehmen für die Überschrift? Ich will nur ein Beispiel nehmen, damit man weiß, was ich meine. Der Bundestagswahlkampf 1990. Da wollte Helmut Kohl Kanzler bleiben und Oskar Lafontaine wollte für die SPD Kanzler werden. Und Oskar Lafontaine sagte, die Einheit wird sehr, sehr teuer. Und Helmut Kohl sagte, es werden blühende Landschaften entstehen. Zwei Fragen habe ich an Sie. Erste Frage, wer hatte recht? Zweite Frage, wer hat die Wahl gewonnen? Es geht eben nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten. Und das ist in gewisser Hinsicht ein Demokratieproblem. Wer oder was entscheidet dann tatsächlich, was Wahrheit ist oder was wahr ist und was falsch ist? Auch in der Politik. Manchmal ergibt es sich ja aus den Ergebnissen. Die Einheit war ja auch sehr teuer und die blühenden Landschaften fielen auch eine Weile lang aus. Und dann blühten sie ja auch nur insofern, als umfangreich saniert wurden, aber nicht gesellschaftspolitisch in dem Sinne, dass alle eine angemessene Arbeit bekamen und so weiter und so weiter. Alles, was dazu gezählt. Es ist ja auch nur ein Beispiel.
Das Problem ist, dass die Demokratie, die ich verteidige und die ihre großen Vorteile hat, eben auch ihre Nachteile besitzt. Ein Nachteil besteht in Deutschland in der Legislaturperiode des Bundestages von 4 Jahren. Und der nächste Nachteil besteht darin, dass die Landtage zwischendurch gewählt werden, sodass sie nie zu richtiger Politik kommen. Sie müssen immer auf die Landtagswahlen Rücksicht nehmen, dann kommt schon die Europawahl, dann kommt die. Deshalb habe ich vorgeschlagen, die Legislaturperiode des Bundestages zu verlängern auf 5 Jahre und alle 16 Landtage am selben Sonntag nach 2,5 Jahren zu wählen. Dann kannst du 2 Jahre Politik machen, ein halbes Jahr machst du Wahlkampf für die Landtagswahlen, wieder 2 Jahre Politik, dann ein halbes Jahr Landtagswahl für die Bundestagswahl. Ich habe da noch andere Vorschläge unterbreitet, das ist das eine. Das zweite ist, Politik kann nicht vorbeugend sein. Das ist ein großer Nachteil der Demokratie. Ich werde auch erklären, warum nicht. Also, ich war im Nordirak in einem Flüchtlingslager, zusammen mit dem deutschen Generalkonsul. Und die Jungs spielten ein bisschen Fußball und die Mädchen standen am Rande. Und dann habe ich die Mädchen gefragt, die standen so wirklich ganz lieb am Rande, wie es ihnen geht. Und kollektiv fingen die an zu weinen. Der Generalkonsul erschrak sich, ich. Und da sagte ich, warum weint ihr denn? Und dann sagten die, ja, wir hatten bis vor 2 Tagen alle Mädchen im Lager einen Lehrer. Und der hat vor 2 Tagen gesagt, er muss gehen, weil die UNO für ihn nicht mehr die 50 Dollar pro Woche hat. Und unentgeltlich kann er nicht arbeiten, weil er eine Familie hat, die er ernähren muss. Hochinteressant. Der Generalkonsul war entsetzt, ich war natürlich entsetzt. Und dann hat der Generalkonsul mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über den Botschafter einen Brief an den Außenminister geschrieben. Und ich habe an die Bundeskanzlerin geschrieben. Und es ist nichts passiert. Ich werde auch gleich erklären, warum nicht. Wenn sie Geld überwiesen hätte an die UNO mit der Zweckbestimmung für Lehrer in Flüchtlingslager oder für Lehrerinnen in Flüchtlingslager, oder direkt an die Lager etwas überwiesen hätte, hätte eine stark bebilderte Zeitung geschrieben. Das klingt ja ganz nett, aber in Wirklichkeit verplempert die unser ganzes Geld im Ausland und in Deutschland fehlen. Und dann hatten sie 10 Sachen aufgezählt, die alle tatsächlich fehlen. Deshalb macht sie es nicht. 2015 kamen ganz viele Flüchtlinge nach Deutschland. Anschließend ist sie nach Jordanien und in den Libanon gefahren und hat geholfen in den Flüchtlingslagern. Weil keine bebilderte Zeitung mehr schreiben würde, dass das nicht geht. Das heißt, der Mangel der Demokratie in diesem Punkt besteht darin, dass sie vorbeugende Politik verhindert. Es muss immer erst was passieren und dann kannst du reagieren. Dafür gibt es dann Verständnis. Meines Erachtens verletzt das allerdings den Kanzlereid. Und wenn ich Kanzler wäre, was ich A nicht bin und B auch nicht werde, aber wenn, dann hätte ich immer vorbeugende Politik gemacht und versucht, den Menschen zu erklären, warum ich das mache. Und entweder habe ich mir so viel Vertrauen erarbeitet, dass sie sagen, na, wenn er das sagt, wird das schon stimmen. Oder ich habe es mir nicht erarbeitet, dann wählen sie mich ab. Aber ich habe wenigstens meinen Eid nicht verletzt. Aber der Mut existiert nicht. Und deshalb kommen die Reaktionen immer so spät. Und da gilt das auch wieder. Es geht nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten. Und die könnte ich verlieren, wenn die stark bebilderte Zeitung mit anderen dann gegen mich so vorgeht. Also bin ich nicht vorbeugend tätig, sondern erst, wenn was passiert ist. Ja, Gregor, ich komme noch mal zum Buch selbst zurück. Kannst du uns vielleicht was mal zur Vorgeschichte des Buches sagen? Also wie ist die Idee dazu entstanden und wie ist das Buch entstanden, wenn du uns da in die Geheimnisse einweihen würdest? Ja, also ich habe ja eine Autobiografie geschrieben und diese Autobiografie hat einen Prolog und einen Epilog. Ich habe das nur Prolog und Epilog genannt, damit Sie wissen, dass ich auch 2 Fremdworte kenne. Sonst hätte ich natürlich auch Vorwort und Nachwort schreiben können. Aber nun habe ich Prolog und Epilog genannt. Beide sind sehr lang, sie bestehen aus einem Satz. Der Prolog lautet, ich habe schon als Kind gelernt, dass man Sätze nicht mit Ich beginnen darf. Und der erste Satz des ersten Kapitels lautet, ich kann nicht behaupten, dass mein Leben ruhig verläuft oder sowas. Und ich habe auf einer Rhetorikveranstaltung gesprochen und der Chef
der Professor für Rhetorik war von dem ersten Satz so begeistert, dass er gesagt hat, auf die Idee muss man erst mal kommen, zu sagen, ich habe schon als Kind gelernt, dass man Sätze nicht mit ich beginnen soll und der fängt schon mit ich an. Also genau diesen Widerspruch zu konstruieren, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht mal was über Rhetorik schreiben will, etc. Und dann hat er mich immer wieder gefragt, bis er mich weichgeklopft hatte. Und das Problem ist, es gab noch zwei Zugänge für mich, zwei unterschiedliche. Also das eine, da war in der DDR und in der SED wurde der größte Wert auf Rhetorik gelegt. Also wenn man an Walter Ulbricht und Erich Honecker denkt, ne, fällt einem sofort ein Rhetorikkünstler von A bis Z. Das heißt, das spielte mit anderen Worten überhaupt keine Rolle. Hochinteressant. Das zweite, was mir auffiel, ein Unterschied, es gab in der DDR keinen einzigen Lehrstuhl für Rhetorik. Und in der Bundesrepublik Deutschland einen einzigen von Professor Walter Jens in Tübingen. Einen einzigen. Dann habe ich festgestellt, in den USA, in Frankreich, in Großbritannien gibt es an jeder Universität einen Lehrstuhl für Rhetorik. Und da habe ich darüber nachgedacht, wie das kommt. Und da bin ich sicher, das hängt mit der Nazi-Diktatur zusammen. Denn Goebbels, Hitler waren ja in gewisser Hinsicht rhetorische Begabung, also keine Begabung, die mir nahe ist, aber sie waren rhetorische Begabung. Und deshalb war bei uns Rhetorik verschrien. Weil das hieß, man achtet auf die Stimme, auf die Art, auf die Betonung, um Wirkung zu erzählen und es geht nicht um den Inhalt. Während bei Honecker und Ulbricht musstest du ja wirklich auf den Inhalt achten, weil das andere dich ja nur schwer begeistern konnte. Und das war in der Bundesrepublik auch so, aber es hat sich dann etwas verändert, weil im Bundestag fanden ja immer Redeschlachten statt und da spielte dann wieder die Rhetorik eine gewisse Rolle. Und Walter Jens, den ich besucht habe und der wirklich geniale Bücher geschrieben hat, das muss ich schon sagen, und den ich sehr geschätzt habe, den habe ich dann mal im Fernsehen gesehen und deshalb hat er mir einen Flitz beigebracht. Also ich habe eine Macke, ich werde die gleich beschreiben. Der hat gesagt, der richtige Konjunktiv in Deutschland verkommt. Völlig. Wir sagen nur noch sei, wäre, hätte, würde, wäre, etc. Und der eigentliche Konjunktiv kommt nicht mehr vor. Also der Satz kann lauten, wenn ich nach Saudi-Arabien fliehen würde, was sehr unwahrscheinlich ist, aber ich würde jetzt sagen, wenn ich nach Saudi-Arabien flöhe, das ist der richtige Konjunktiv. Noch schöner ist es, hätte ich Mehl, büge ich einen Kuchen. Ich kann auch sagen, back dich einen Kuchen. Nur keiner Quatsch suggeriert, nur ich bei den Interviews. Und die Journalistinnen und Journalisten wundern sich immer, aber die müssen es ja dann so schreiben. Für Ausländerinnen und Ausländer ganz schwer. Wie willst du denn Büke und Backe lernen? Ja, das ist mir schon klar. Aber den Flitz hat mir Walter Jens eingesetzt. Und da habe ich wieder gesehen, eine Rhetorikprofessur macht doch Sinn. Weil mir wäre es ja nie aufgefallen. Aber ihm ist es eben aufgefallen. Und als es jetzt um den neuen Duden ging, was da für Auseinandersetzungen stattfanden, aber nur haben wir auch mehr Lehrstühle für Rhetorik. Das heißt, ich verstehe die Negierung zunächst wegen der Nazi-Vergangenheit, meine aber, dass wir uns der Rhetorik wieder widmen müssen, aber eben nicht parteipolitisch, sondern tatsächlich zur Wahrung unserer Sprache. Ich bin wirklich fernab eines Nationalisten. Ich bin immer als Internationalist aufgewachsen, meiner Familie und so weiter. Aber ich verstehe nicht, wieso ich alles nur noch Englisch ausdrücken darf. Also wieso werde ich geboostert? Also oder ich kann ja nur noch Check-in machen und so. Also ich habe ja nichts dagegen. Das ist ja auch so, dass ich es mir merken kann. Aber ein bisschen Pflege der deutschen Sprache fände ich nicht so schlecht. Ja, und ich kann Ihnen versichern, dass in der Rosa-Luxemburg-Stiftung bei der politischen Bildungsarbeit natürlich Rhetorik eine wichtige Rolle spielt. Liebe Geschäftsführerin Daniela Trochowski, ich würde dich einfach mal bitten, dass wir vielleicht so einen Satz Bücher für die Akademie für politische Bildung anschaffen, sozusagen als Lehrmaterial, zunächst für die Kolleginnen und Kollegen und dann auch für die Verwendung in der politischen Bildungsarbeit. Ja. Ja, das finde ich auch. Vielleicht kriegen wir Rabatt, wenn wir in Größenordnung was nehmen. Ja, Hans-Dieter, du kennst, ich hatte das eingangs schon gesagt, du hast unter anderem an der Autobiografie von Gregor mitgeschrieben. Du kennst Gregor aber schon sehr, sehr lange, begleitest ihn schon ganz lange. Man kann sagen, du bist sozusagen ein Kenner der Materie. Gysi,
Du bist so ein Versteher, ein Gysi-Versteher. Was fasziniert dich an Gregor? Wir können ja Gregor ein Momentchen rausschicken, damit er das nicht alles hört. Wie er sich zurücklehnt. Ja, ja. Was hat dich in den Jahren überrascht und wo hast du auch Veränderungen festgestellt? Also so lange oder so viel hatten wir gar nicht miteinander zu tun. Ich war im ND beim Feuilleton und das war also ja doch oder ist ein Fachgebiet, wo man mehr mit Theater zu tun hat als mit Politik, unabhängig davon, dass auch Politik mit Theater zu tun hat, aber in einer ganz anderen Weise. Und eigentlich bin ich so richtig mit ihm erst bekannt geworden, auch über das ja, Verstehen, und zwar über das Hören und Sehen. Er hatte im Deutschen Theater oder hat immer noch eine inzwischen legendär gewordene Gesprächsreihe, wo er also Gesprächspartner aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu Gast hat. Und das war schon ein Punkt der Faszination. Die wurde eröffnet mit dem Theaterregisseur Peter Zadek. Dort kamen Martin Walser, Günter Gauss, Frank Castorf, Sänger Müller-Dieskau. Es kamen auch Regisseure, die nun gar nichts mit links zu tun hatten. Es kam sogar Volker Kauder. Es kam Matthias Döpfner vom Springer-Verein. Das ist etwas, was doch sehr dafür spricht, für eine Art, die über das Linke hinaus oder vielleicht in einem neuen Sinne links sich Weltgedanken und Geisteswelten öffnete, was man von Linken bisher nicht so ahnte und wusste. Und diese Leute haben sich auch alle gegen Vorurteile, die es natürlich auch immer gab, geöffnet. Und das hat mich schon fasziniert. Und das ist etwas, und zum Zweiten, das ist eine Kleinigkeit, aber vielleicht nicht unwesentlich, Gregor Gysi ist in diesen Reihen zu 10-15% Redner. Den Rest hört er zu. Ja, das ist eine Neugier, die natürlich mich auch faszinierte. Und dann, was mich nach wie vor bewegt, ist die Fähigkeit von ihm, sozusagen kritisch oppositionell zu sein in dieser Gesellschaft, die kritischen Punkte zu sehen und auch offen und auch mutig und vor allen Dingen glaubwürdig und ausdauernd gegen sie anzutreten, aber gleichzeitig die Welt zu genießen. Das ist ja nicht so einfach, wie schlimmer die Zeiten sind. Heiner Müller hat mal in einem seiner Stücke sagen lassen, ich schäme mich, in dieser Zeit glücklich zu sein. Das ist ja etwas, was eigentlich jeder nachfühlen kann, wenn er über sich nachdenkt, über das, was ihn jeden Tag früh aus dem Bett bringt und ihn am liebsten vielleicht dort liegen lassen würde. Aber Gregor Gysi hat diese Fähigkeit, oppositionell grundkritisch zu sein und gleichzeitig Welt aufzunehmen. Und das hängt natürlich sicher mit Sozialisation zusammen, das hängt mit Bildung zusammen. Das hat mich immer fasziniert. Und wenn die Dinge, die sich geändert haben, zur Sprache kommen sollen, dann hat, also manchmal sage ich, er ist ja inzwischen der Bundespräsident seiner Partei. Das heißt also, diese unmittelbare Kernerarbeit, man kann manchmal auch sagen, Frohn des politischen Aktionismus, muss man manchmal sagen, im Bundestag, die hat sich natürlich ein bisschen variiert und jetzt ist er eigentlich derjenige, der das Recht und hat vielleicht sogar die Pflicht, mit einer Weisheit aus den Kämpfen heraus, die er überstanden hat, auch ein bisschen manchmal über den Dingen zu stehen. Und das ist etwas, was immer auch, finde ich, einsam macht. Ein bisschen einsam. Man ist allein. Vielleicht nicht einsam, aber allein. Und er weiß ja auch genau, was seit 1990 mit ihm war, was alles passiert ist. Der Spiegel, der eine Sonderausgabe oder eine Titelgeschichte schrieb, der Drahtzieher, Gregor Gysi, vorn drauf, gelbe Schrift. Das ist ja klar, in welche Richtung das ging. Das macht ja auch einsam. Also wenn man immer angegriffen wird, das macht einsam. Und wie er das sozusagen aber mit einer Welt- und auch Menschenliebe durchgestanden hat, das hat mich eigentlich immer bewegt. Und deswegen war ich neugierig auf diese Autobiografie. Ja, Hans-Dieter, ich habe auch eine Frage an dich. Jetzt kommen wir wieder. Wenn er sagt, dass ich wie ein Bundespräsident meiner Partei bin, meint er auch, dass ich nichts zu sagen habe. Ich muss mal darüber nachdenken. Ja. Nein, es gab auch Bundespräsidenten, deren Wort hatte Wirkung. Ja, also ich komme jetzt wieder von der Person zum Produkt, also zu dem Buch zurück. Ich bin wohl diejenige, die immer am nächsten am Buch ist irgendwie.
Du begleitest ja das Schaffen von Gregor Gysi schon seit Jahren, das hast du eben auch dargestellt. Du besprichst Bücher von ihm, sprichst mit ihm darüber, auch eben habt ihr zusammengearbeitet an dieser umfangreichen Autobiografie. Ein Leben ist zu wenig. Jüngst habt ihr das Buch vorgestellt, Marx und wir in Hallo Neustadt. Wenn du jetzt dieses Buch eben betrachtest, was wir heute hier zum Gegenstand haben, also was Politiker nicht sagen, was ist aus deiner Sicht das Besondere an diesem Buch? Also für meine Begriffe ist es besonders, dass es nötig ist. Es gibt ja so Sätze über Politiker. Politiker lassen sich eigentlich nur gern Mikrofone vorhalten. Und von einigen heißt es, gibt es so ein Gedicht, als er sagte, er werde zur Sache sprechen, fragten sich viele, warum nicht zu uns? Und dieses Misstrauen gegenüber Politik und diese Müdigkeit gegenüber Politik, die resultiert ja vor allen Dingen aus einem Misstrauen gegenüber dem, was Politiker sagen. Das ist ja ihr Hauptfeld. Mundwerk gleich Handwerk. Und wenn ihm gerade zum Beispiel immer gesagt wird, ja, das sind Staatsschauspieler, also wird immer das Theater wird ja immer gern verwechselt mit der Politik. Theater ist eigentlich Schauspieler, das ist ein Beruf, in dem man sich nicht verstellt, sondern in dem man sich eigentlich fallen lässt in eine Figur. Und man ist eigentlich als Schauspieler jemand, der sich öffnet bis sonst wohin. Das ist das Großartige und auch Gnadenlose an diesem Beruf. Politiker verstellen sich. Also einer, der sich nur verstellt, ist kein guter Schauspieler. Und in der Politik hat man sehr oft wirklich das Gefühl, dass die Leute, die da ans Mikrofon treten, alles tun, aber eines nicht, ihre Interessen offen bekennen. Und da ist Gregor Gysi einer von denen, die das tun. Er hat beschrieben, warum er das macht. Das ist ja auch etwas, was man erstmal durchsetzen muss, auch in einer eigenen Partei. Und wie gesagt, ich finde, das Buch ist nötig. Und es zeigt vor allen Dingen auch, dass Sprache etwas ist, vor der man, früher hat man mal gesagt, Kultur und Kunst ist Waffe. Also Sprache ist auch etwas, das uns bewusst werden muss als das eigentliche Arbeitsmittel des Politikers. Und wie er da an einigen Beispielen beweist, auf welchem niedrigen Niveau das inzwischen angekommen ist, und wie er auch zeigt, dass natürlich die sozialen Medien, in denen wir alle ausgesetzt sind, auch eine, man kann schon sagen, eine Banalisierung des Gesprochenen und Geschriebenen hervorrufen, die ich für gefährlich halte. Gregor, in dem Buch beschäftigst du dich unter anderem auch mit Sendern und Empfängern. Du schreibst, die einen sind Sender, andere nur Empfänger. Wer sich so Berichterstattung nach Wahlen anguckt, so wenn es dann um die Ergebnisse geht und so weiter, hört dann mitunter bei denen, die nicht ganz so gute Ergebnisse hatten, und dazu gehört die Linke seit einigen Jahren ja inzwischen auch, hört dann solche Erklärungen, also die Wählerinnen und Wähler haben uns nicht verstanden, wir haben sie nicht mitgenommen, wir haben sie nicht abgeholt, von wo auch immer. Ja, wie ist das nun mit Senden und Empfangen in der Politik und was heißt das konkret für die Linke? Also ich will vorher nur zwei Sätze zu dem Buch sagen. Was mir wichtig war, war zu zeigen, warum Politikerinnen und Politiker nicht die Wahrheit sagen. Also nicht einfach nur als Vorwurf, ja, das ist ja billig, die Lügen in dem Fall und in jedem Fall, sondern zu erklären, welche Strukturen dazu führen. Das soll sie nicht unbedingt entschuldigen, aber es soll dazu führen, dass man sagt, aha, so ist das Ganze strukturiert und organisiert und so kommt das zustande. Das war mir wichtig. Das andere wäre mir zu billig gewesen, einfach nur so mit Beispielen zu belegen. Es ist viele, viele Jahre her, ich saß in der Bonner Runde, also so lange ist das her, nach einer Bundestagswahl, und neben mir saß der damalige FDP-Generalsekretär oder Bundesgeschäftsführer Heuer. Und der sagte, die FDP hatte verloren, sagte, ja, es ist uns nicht gelungen, rüberzubringen, was wir wirklich wollen. Und dann war ich dran und sagte, also so gemein kann ich sein, ja, ohne jede Beleidigung, und sagte, also die Selbstkritik ist gar nicht nötig. Es ist Ihnen hervorragend gelungen, rüberzubringen, was Sie wollen. Deshalb haben Sie ja auch die Wahlen verloren. Und das war schön, dass der
der Verheugen hinterher zu mir sagt, das klaue ich, das ist eine gute Idee. Das heißt, meine Methode ist, dass du dann so eine Aussage nimmst und sie sozusagen drehst und versuchst, das Gegenteil daraus zu machen. Mir fehlt einfach der Satz, wenn ich eine Wahlniederlage hatte, der da lautet, wir waren schlecht. Noch besser ist, ich war schlecht. Aber das gibt es ja nun gar nicht. Das ist aber in unserer Partei wie in allen Parteien ein Erfolg. Haben alle erreicht, eine Niederlage immer nur eine oder einer. Und zwar immer aus der Sicht desjenigen, immer der jeweils andere. Also gerade diejenige oder derjenige, die oder der eben eine andere Ansicht hat zu irgendeinem Punkt. Das ist ja schlimm in unserer Partei, das ist die Rechthaberei. Und die gibt es zwar in allen Parteien, aber bei uns ist sie ideologisch dokumentiert und dogmatisch strukturiert. Und das ist dann wirklich ein Problem, weil du die Leute nicht davon wegbekommst. Und das hat zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass du wirklich bei der Schuld immer an die anderen denkst und nicht an dich selbst. Und die zweite Folge ist, dass du Tatsachen, die zu deiner Ideologie nicht passen, eigentlich nicht zur Kenntnis nimmst. Und wenn du das musst, dann sagst du, schön, aber, und das Aber soll dann alles aufrechterhalten. Und das ist eine Faulheit beim Denken. Weil ich habe mir eine Denkstruktur im Leben erarbeitet, ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich kann das alles erklären und plötzlich passiert was, was meine Denkstruktur durcheinander bringt. Und da ich bequem bin und keine Lust habe, neu über die Frage nachzudenken, biege ich mir das zurecht. Wenn du das erkennst, und das selber nicht sein willst, öffnest du dich und sagst, nee, dann habe ich eben Mist gedacht und muss neu nachdenken. Zum Beispiel, ich habe heute eine Rede im Bundestag gehalten und unsere Bundesaußenministerin, die ich für meine Verhältnisse schwer angegangen bin, ich habe gesagt, das Auswärtige Amt muss umbenannt werden, das ist doch in Wirklichkeit ein Aufrüstungs-, Waffenexport- und Sanktionsministerium. So habe ich gesagt, und so ging das auch weiter. Und dann habe ich gesagt, alle die Sanktionen wirken ja nichts. Also die Sanktionen gegen China sollte ja die dazu führen, dass es den Uiguren besser geht. Geht es ihnen besser? Die Sanktionen gegen Russland sollten auch dazu führen, dass Russland den Krieg beendet. Ist er beendet worden? Und dann habe ich gesagt, vielleicht muss man das mal drehen und eher Angebote machen. Also China sagen, wenn ihr das und jenes abstellt, dann bieten wir euch erstens, zweitens, drittens Dinge an, an denen sie interessiert sind. Und alles, was sie zu mir gesagt hat, war falsch. Eine Ausnahme. Aber da muss man auch zuhören und sagen, da hat sie nicht ganz Unrecht, da muss ich drüber nachdenken. Und zwar sagte sie, wenn wir ihren Weg gingen mit den Angeboten, würde das ja China verleiten, irgendwann Menschenrechtsverletzungen zu begehen, weil da neue Angebote kommen. Ist nicht dumm. Ich sage ja nicht, dass es stimmt, aber trotzdem, es ist, muss ich erstmal akzeptieren, ein Gegenargument, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und wenn du das nicht kannst, wenn du nicht zuhören kannst und ich sagst, oh, das hat auch eine Logik, ja, eine andere Logik, nicht die, die ich gerade hatte, dann versagst du letztlich, weil dann wirst du eben dogmatisch und stur. Und das will ich nicht. Also nehme ich auch ein solches Argument auf und denke darüber nach. Genauso wie die Vergleiche. Wenn die AfD sagt, ihr wurdet doch auch so ausgegrenzt und wart dagegen, dann sage ich zu Ihnen, ja, es gibt einen gewaltigen Unterschied und das haben wir im Laufe der Jahrzehnte bewiesen, dass es bei uns völlig falsch und unnötig war. Bei euch nicht. Aus ganz anderen historischen Gründen. Weil ein linkes Querdenken, selbst ein unsinniges Denken, selbst ein dogmatisches Denken hat nicht dieselben Folgen wie ein rechtsextremes Denken. Und das, also ich, eigentlich rede ich nicht mit Ihnen, aber wenn ich in eine solche Situation komme, wo ich das sagen muss, sage ich das. Aber man muss darüber nachdenken. Man kann nicht einfach gleich sagen, es ist ja Quatsch, sondern man muss dann darüber nachdenken, was ist der Unterschied? Warum sehen wir das anders? Etc. Und na schön. Ich hatte jetzt mal meine vorletzte Rede da beantragte die AfD die Aufklärung zum gesamten Versagen in Afghanistan, sage ich mal.
Nun habe ich dann aber der AfD auch das Zeug gezeigt, weil mich das nervt. Die spielen sich als die super Aufklärer auf, ja. Aber würden alle Afghanen, die nach Deutschland wollen, am liebsten an der Grenze abschießen, verstehst du? Also das ist dann auch so verlogen, das ist dann wieder so unehrlich, so unaufrichtig. Aber das immer herauszuarbeiten und trotzdem Argumente erstmal zuzuhören und nachzudenken darüber, ja, hat sie jetzt recht in dem Punkt? Muss ich auch einen Moment denken. Oder habe ich recht? Und wenn ich recht habe, warum? Hat sie Unrecht, etc. Ist nicht so einfach. Aber der Aufgabe muss man sich stellen. Und es gibt viel zu viele Politikerinnen und Politiker, die sich dieser Aufgabe nicht stellen. Das ist ihnen viel zu anstrengend. Ja, Kapitel 8 des Buches trägt den Titel Aufklärung heißt Übersetzen. Da mein Vater immer viel übersetzt hat, hat mich das ja interessiert. Was bedeutet? Da war ja fremdsprachenbegabt, dein Vater. Richtig, das genau. Unterscheidet deswegen, ihn enorm von mir. Maja, deswegen auch die Frage, was bedeutet für dich in diesem Kontext Übersetzen? Was übersetzt du in deinen politischen Reden wem und mit welchem Ziel? Ja, also sind deine Adressatinnen und Adressaten, um es so zu sagen, und wie sprichst du sie an? Was willst du damit erreichen? Also, das war ja auch deine Frage, habe ich übrigens vergessen. Okay. Sender und Empfänger, der Unterschied ist die Einseitigkeit. Es gibt eben bestimmte Sender, die permanent senden. Wenn ich mal vergleiche, wie führende Politiker, wie häufig die im Fernsehen sind und also senden können oder ihre Reden aus dem Bundestag übertragen werden, auch von mir. Und dann vergleiche ich das mit einer Arbeitnehmerin in einer Bäckerei, die hat ja ganz schlechte Karten, zum Sender zu werden. Also es ist der blanke Zufall, dass sie mal einen halben Satz sagen kann, weil da wirklich eine Kamera steht und das aufnimmt. Das muss man erst mal wissen. Also man muss wissen, wie privilegiert man diesbezüglich ist. Und dann muss man es rechtfertigen können. Und die Rechtfertigung besteht nur darin, dass du versuchst zu erklären, dass du das nutzt, um den Zeitgeist zu verändern. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich war der Erste, der auf einer Bonner Bundespressekonferenz einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen hat. Anfang der 90er Jahre. Es gab 3 Gewerkschaften, die dafür waren. Alle anderen Gewerkschaften waren dagegen. Die FDP war strikt dagegen, die Union war dagegen, die SPD war dagegen, die Grünen waren dagegen. Also, du stehst einsam da. Wenn ich damals gesagt hätte, dass nach etwa 25 Jahren CDU, CSU und SPD einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschließen werden, hätte man mir empfohlen, in die geschlossene Psychiatrie zu gehen und ich hätte mich dort auch hinbegeben, weil es unvorstellbar war. Was hat sich verändert? Liegt natürlich nicht an mir. Ein kleines bisschen, aber nicht überwiegend. Der Zeitgeist. Und wenn sich der Zeitgeist ändert, muss sich auch die Regierungspolitik ändern. Und da haben Medien eben einen gewaltigen Einfluss. Aber auch Kunst und Kultur und auch Wissenschaft. Der Einfluss ist zwar zurückgegangen. Und deshalb ist diese Unterscheidung wichtig. Jetzt übersetzen. Die Sprache in der Politik ist eine falsche. Und ich meine natürlich nicht wirklich übersetzen von einer Fremdsprache, sondern von einer Sprache, die unverständlich ist, in eine Sprache, die verständlich ist. Und das habe ich, glaube ich, gelernt als Rechtsanwalt. Ich hatte natürlich auch Professoren als Mandanten, aber ich hatte auch eine imbezile. Also debil ist schwachsinnig, imbezil ist eine viel höhere Stufe der Geistesstörung. Und dann kommt die Idiotie, die ist noch höher, die können nur lallen, die können gar nicht sprechen und so weiter. So dass der Unterschied zum Tier ganz gering wird. Die haben trotzdem, wenn sie Essen kriegen, ein angenehmes Gefühl. Das kenne ich alles, habe ich mir alles in der Psychiatrie angesehen, auch diese Unterschiede. Und der Imbezilen zu erklären, worum es geht, das ist ein Kunststück. Aber auch wenn du jemanden hast, der hat nur 5 Klassen besucht, die Schule, und die Anklageschrift ihm zu erklären, oder einen zivilrechtlichen Schriftsatz, da lernst du zu übersetzen. So, nun denke ich nicht an diejenigen, sondern ich nenne folgendes Beispiel, das war mein Lieblingsbeispiel, der arme Hans-Dieter Schütt hört es jetzt erst zum 711. Mal. Oder ist es das 712. Mal? Weiß ich gar nicht. 713. Und zwar hatten wir eine wunderbare Debatte unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. So lange liegt die zurück. Aber es ist eben so ein schönes Beispiel zur Veräußerungserlösgewinnsteuer. Und alle redeten die ganze Zeit von der Veräußerungserlösgewinnsteuer. Und dass 95% der Bevölkerung mit dem Begriff nichts anfangen können, interessiert sie nicht. Und dann war nach meinem Gefühl endlich ich dran.
Nach dem Gefühl der anderen natürlich nicht. Und dann sagte ich als erstes also nochmal ganz langsam, damit einer wie ich das auch versteht. Das ist wichtig. Ich darf niemals sagen, damit Sie es verstehen. Das wäre arrogant Ihnen gegenüber, es steht mir nicht zu. Also nehme ich mich selbst. Außerdem, wenn ich sage, noch mal ganz langsam, damit einer wie ich das auch versteht, wirkt es bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz, weil ich ja heimlich hoffe, dass Sie alle denken, er wird es schon verstanden haben. Aber trotzdem beginne ich halt so. Und dann sage ich es einmal nicht übersetzt und dann übersetzt. Unter Kohl war es so, dass die Kapitalgesellschaften, die Veräußerungserlösgewinnsteuer in voller Höhe zu bezahlen hatten, Inhaberunternehmen zur Hälfte, und das wurde jetzt geändert unter SPD und Grün. Die Veräußerungserlösgewinnsteuer wurde den Kapitalgesellschaften erlassen, die Inhaberunternehmen mussten das Doppelte verdienen. So. Bist alleinerziehende Mutter, hast zwei Kinder, bist Verkäuferin, musst dich um alles kümmern und hörst das Gequacke. Ja? Was sollst du denn damit anfangen? Also ich habe dann gesagt, also wenn ich das richtig verstanden habe, war es doch unter Helmut Kohl so, dass die Deutsche Bank, Klammer auf, das ist nämlich eine Kapitalgesellschaft, dass die Deutsche Bank, wenn sie einen Kaufpreis bekam, Veräußerung, Erlös, darauf eine volle Steuer bezahlen musste, während der Bäckermeister, Klammer auf, Inhaberunternehmen, wenn er einen Kaufpreis bekam, darauf nur eine halbe Steuer bezahlen musste. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform, und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister das Doppelte bezahlen muss. Das ist eine Übersetzung. Verstehen alle. Und jetzt erzähle ich ihm, was wirklich passiert ist. Nach meiner Rede rannten 15 SPD-Bundestagsabgeordnete nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob das stimmt. Ob das ist, was Sie in einer halben Stunde entscheiden. Ich hatte es ja auch für Sie übersetzt. Das ist interessant, weil zu Ihrer Verteidigung würde ich sagen, bei dem Begriff Veräußerungserlös-Gewinnsteuer gehen auch Ihre Ohren zu. Aber wenn ich Mitglied einer Regierungsfraktion bin und ich beschließe eine halbe Stunde später neues geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland, muss ich doch wenigstens wissen, was ich beschließe. Und Sie wussten es nur dank meiner Übersetzung, aber ich kann es ja nicht jedes Mal übersetzen. Da ist mir ein nächster Mangel aufgefallen, dass man sich immer auf die Fraktionsführung oder so verlässt und die sagen, ja, müsst ihr zustimmen. Und plötzlich haben sie verstanden, worum es ging. Trotzdem war es nicht ohne Relevanz. Sie haben das Gesetz beschlossen und wir hatten damals eine einzige Regierungsbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern, unsere erste in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann habe ich mit Holter gesprochen und dann hat Holter im Bundesrat gesprochen. Und das nur so übersetzt war, haben sie, obwohl wir ja so ein winziges Grüppchen waren, eingelenkt und wenigstens konnten Inhaberunternehmen den Antrag stellen auf Erlass. Also sie haben natürlich die Kapitalgesellschaften befreit gelassen, da war gar nicht ranzukommen. Aber wenigstens für den Bäckermeister konnten wir eine kleine Verbesserung erreichen. Und da ist mir dann auch wieder klar geworden, wie welche Strukturen da funktionieren, dass du nicht rankommst. Und das meine ich mit Übersetzen. Dass ich dann immer versuche, in einer Rede klarzumachen, worum es eigentlich geht, und das in verständlicher Form. Einmal nicht, da ging es um die Putativnotwehr. Ich hoffe, dass Sie alle gar nicht wissen, was das ist. Das war schwer mitternachts. Und da wollte ich nur, dass die Juristinnen und Juristen sagen, aber das muss man ihm lassen, das hat er verstanden. Daher war mir die Allgemeinverständlichkeit plötzlich wurscht, habe ich an mir selbstkritisch festgestellt. Bei Putativnotwehr, ich kann es natürlich übersetzen, ist eine Irrtumsnotwehr. Also, Dagmar Enkelmann geht in einem Flur, kommt sie die Treppe runter im Dunkeln und es kommt ein völlig verkleideter, dunkler Mann auf sie zu und sie meint, der will sie jetzt, weiß ich was, schlagen und sonst was und schlägt mit einem Gegenstand, den sie hat, zu. Später stellt sich heraus, war der Kohlenträger. Das heißt, er hatte gar nichts Böses vor. Aber das ist also eine von ihr angenommene Notwehrsituation, die real nicht bestand. Und das ist ein ganz komplizierter Rechtsfall, wie du mit einer Irrtumsnotwehr umgehst. Na, also auf jeden Fall, da war mein Bedürfnis gar nicht allgemein verständlich zu sein, sondern das Problem begriffen zu haben. Also keine Sorge, ich neige nicht so schnell zu Gewalt. Also falls mir mal jemand begegnet, wir reden dann erstmal miteinander, denke ich mir mal. Hans-Dieter, Gregor hat in seinem Buch mehr vieles auch geschrieben zur Rolle der Medien. Dass die Medien durchaus inzwischen auch eine andere
sozusagen mehr die Gesellschaft dominieren letzten Endes, Mainstream bestimmen, sozusagen die Deutungshoheit haben über bestimmte Ereignisse, sie auch wahrnehmen. Wir kennen Talkshows mit sehr oberflächlichen Diskurs, sozusagen das, was eigentlich tiefgründige Recherche wäre, differenzierter bestimmte Ereignisse zu betrachten, das findet eigentlich kaum noch statt. Was könnte dem entgegengesetzt werden aus deiner Sicht? Du hast dich auch mit Medien beschäftigt. Naja, man ist ja, also was mich betrifft, ich, nicht Mann, bin da insofern vorsichtig, weil ich gewissermaßen, ich will nicht sagen geschädigt bin, sondern zu Schädigern gehörte. Also wenn man aus dem Journalismus der DDR kommt, wo es ja auch Abstufungen gab, das ist nicht die Frage, aber wenn man sozusagen aus dem Gebiet kommt, in dem ich gearbeitet habe, da ist man natürlich heutzutage etwas vorsichtiger im Urteil über andere, weil man weiß, also da kann immer mal der Vorwurf kommen, da hättet ihr es mal lieber anders gemacht. Ich finde schon, dass Medien heute unter einem nicht sehr guten Druck stehen. Und dieser Druck ist natürlich allein schon durch den Begriff Mediengesellschaft gedeckelt. Weil wir natürlich nicht nur Medien haben, sondern die gesamte Gesellschaft, auch die Politik, spielt sich hauptsächlich über mediale Präsenz ab. Also wenn immer vor Wahlen dann gesagt wird, na so und so viel Prozent sind noch unentschlossen, dann ist das ja etwas, wo man sich einkann, aha, jetzt sind alle vor dem Fernseher und jetzt ist sozusagen alle medialen Erscheinungsbilder, die jetzt von Politikern und Politikerinnen jetzt noch kommen, die werden in die Beurteilung und in die Wahlentscheidung mit einbezogen. Da geht es gar nicht ums Programmatische, sondern da geht es immer sozusagen, bei welchen Schlag hat man bei den Leuten, wie verlaufen Duelle. Das ist ja auch so ein Begriff, so ein merkwürdiger. Also ich finde, es ist schon ziemlich schwierig heute in den Medien. Und Mainstream ist das eine. Andererseits ist natürlich auch immer gesagt, ein Journalismus möglich. Und das ist das, wovon ich mal, ich will nicht sagen geträumt habe, aber was ich immer nach wie vor als Befreiung empfinde, der den wahren Kern dieses Berufes nahe kommt. Und das ist also auch geblieben und das wird sich auch nicht unterdrücken lassen. Was natürlich eine gefährliche Geschichte ist, ich habe manchmal das Gefühl, gerade wenn man sich mit Interviews beschäftigt, dass Leute nicht nur befragt werden, sondern die Tendenz steigt, sie aus ihrer eigenen Geschichte zu vertreiben. Also man ist freundlich, das kennen wir aus dem Journalismus, man ist freundlich, man wird sehr höflich behandelt, es wird sich informiert und die Geschichten, die man dann aufschreibt, die haben sehr oft etwas Aggressives, etwas Entlarvendes, etwas Enthüllendes. Und dieser Drang, Aufklärung auch immer zu verbinden mit Enthüllung, das ist auch etwas, was mich abstößt. Also man kann darauf warten, dass jemand, der in irgendeiner Form unserem allgemeinen Verehrungsdrang entspricht, dass irgendwann kommt, ach, jetzt hat man das bei dem entdeckt, bei dem hat man das entdeckt. Also es gibt so eine Gier, Leute aus ihren Geschichten zu vertreiben. Und ich meine, es ist jetzt ein billiges Beispiel, aber mir hat zum Beispiel sehr gefallen, als, weiß nicht, wer es gesehen hat, vergangene Woche, als Toni Kroos nach dem Spiel gegen Liverpool eben zu dem Reporter sagte, also du hast nur 90 Minuten Zeit gehabt, eine anständige Frage zu stellen, und dann kommst du mit so einem Scheiß. Da merkt man gleich, dass du aus Deutschland kommst. Deutsche sind ja auch immer auf Dienstreise. Das ist alles, das ist so eine Mentalität und die hat im Journalismus etwas zu tun. Du musst in gewisser Weise immer der Überlegene sein. Du musst knallhart sein. Du musst cool sein. Du musst sofort dagegen reden. Und ich habe jetzt kürzlich in der Berliner Zeitung ein Interview mit Klaus Peymann gelesen. Da sagte der Interviewer an einer Stelle, naja, das ist ja bei uns in unserem Beruf so, wir dürfen unser Herz nicht an den Gegenstand hängen. Das zeigt natürlich die objektive Not, also die objektive Tugend des Journalismus, sich sozusagen nicht einfangen zu lassen. Wie Hans-Joachim Friedrichs mal gesagt hat, man macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht der Besten. Aber andererseits verhindert das Empathie, es verhindert Mitgefühl, es verhindert sozusagen einen Journalismus, der auch mal begeistert Ja sagt. Ich habe, letzter Satz dazu, ich habe bei sehr vielen meiner Interviewbücher oder Biografien immer den Vorwurf gekriegt, na, das ist aber nichts Kritisches. Das ist ja nur Verehrung. Ja, warum denn nicht? Weswegen nähere ich mich denn einem Menschen? Doch auch wegen sozusagen der Verehrung und weil ich sage, das ist eine Geisteswelt, da öffne ich mich. Wer bin ich denn, dass ich immer derjenige sein muss, der von oben herab
da sozusagen draufhaut. Also das ist das, was mich so beschäftigt. Aber zu generellen Aburteilungen, da bin ich, wie gesagt, aus Vergangenheitsgründen sehr, sehr vorsichtig. Ja, ich hätte noch wie hieß der Fußballer Groß, ne? Toni Groß, ja. Ja, Groß. Den habe ich ja auch gesehen, wie er das sagte. Da habe ich mir wieder überlegt, also die Frage lautete ja, war Liverpool nicht ein schwerer Gegner für Sie? Und da reagierte der so. Ich hätte natürlich ganz anders reagiert. Ich hätte gesagt, ja, und ich war genauso erstaunt wie Sie. Ich dachte, wir spielen gegen eine Dorfmannschaft. Also, ja, weil die Frage... Das ist dieselbe Ohrfeige, aber in anderer Form, ja, sozusagen. Ich meine, dass ein Spiel um den Titel diesbezüglich zwischen zwei so hervorragenden Mannschaften schwer ist, das ist wirklich eine bescheuerte Frage, kann ich nur sagen. Und insofern fand ich das gut. Aber er hat eben keinen Humor, das hast du gesehen. Er war, nun nach so einem Spiel hat man wahrscheinlich schon gar keinen Humor. Das kommt noch hinzu, er war fertig. Also ich hätte immer dann mit dieser Art Ironie geantwortet. Ja, sehr gut, dass Sie mir das fragen. Ich habe wirklich gedacht, wir spielen gegen eine Dorfmannschaft. Stimmte aber gar nicht. Liverpool kannte ich gar nicht. Aber das hat jetzt wieder dokumentiert, seine Schlagfertigkeit, also Gregors Schlagfertigkeit. Bei den meisten ist es eher so, dass ihnen später dann einfällt, was man hätte sagen müssen oder wie hätte man reagieren müssen. Das ist da bei ist mir Gregor ganz durchaus, genau so. Naja, Gregor, nee, Gregor ist schon in der Lage, das tatsächlich sehr schnell. Und das, auch das findet sich im Buch wieder. Ob man das lernen kann, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat man oder man hat es halt eben nicht. Ja, ich wollte noch mal zu den Medien zurückkommen. Gregor, die Social Media, ich sage es natürlich deutsch, für dich die sozialen Medien. Wie sozial? Schönen Dank, ich hätte sonst gar nicht gewusst, worüber du sprichst. Ja, deswegen habe ich es ja übersetzt. Ja. Soll man. Ja. Wie sozial sind die denn aus deiner Sicht, die sozialen Medien? Also das Gute an den sozialen Medien besteht darin, dass sie ja so gut wie jede und jeder betreiben kann. Das Gute besteht darin, dass sie Herrschaftswissen abbauen. Und das Furchtbare besteht darin, dass es so viele Fake News gibt und es gibt keine Einrichtung, wo du die Wahrheit erfahren kannst. Nun ist die Frage, wie schafft man eine solche Einrichtung, wenn überhaupt der Wille dazu besteht? Die muss ja völlig unabhängig sein, aber sie muss den Zugriff zu dem Wissen haben, um wirklich beurteilen zu können, was wahr und was falsch ist. Und es gibt jetzt eine Sache, die mir ein bisschen Hoffnung macht, nee, zwei Sachen. Das eine ist die Stiftung Warentest. Es gibt so viele Einrichtungen, zu denen du null Vertrauen haben darfst. Die Stiftung Warentest ist eine Ausnahme. Wenn sie das Vertrauen einmal verspielt, kann sie dicht machen. Und das zweite ist der Bundesrechnungshof. Ich weiß nicht, wer sich diese Struktur hat einfallen lassen. Der Bundesrechnungshof weist jedem Bundesministerium immer nach, wie Millionen verscherbelt wurden und falsch ausgegeben wurden. Die ärgern sich die Platze und können es nicht ändern. Du kommst nicht mal als Kanzler an den Bundesrechnungshof ran. Das heißt, man müsste sich was einfallen lassen, so eine Wahrheitseinrichtung, die recherchiert, aber die so unabhängig und so verpflichtet ist, dass das eben absolut zuverlässig ist. Und wenn Sie sagen, wissen wir nicht, wir können es nicht nachprüfen, das ist auch gut, aber wenn Sie etwas sagen, muss das eben wirklich hundertprozentig stimmen. Darüber denke ich immer nach, wie man sowas installieren könnte, dann das stört mich dabei. Und dann habe ich eben festgestellt, Social Medien können auch benutzt werden für Wahlkämpfe. Also der Faschist in Brasilien hat die Wahl wegen der Social Medien, der sozialen Medien, gewonnen. Weil die haben einen Wahlkampf geführt und unterstützt und belegt, das ist noch schlimmer als die öffentlich-rechtlichen Medien. Im Augenblick ist es in Brasilien so, dass bei den Umfragen Lula immer führt, obwohl er im Gefängnis gesessen hat und alles. Am dritten Platz ist immer der Richter, der ihn verurteilt hat. Und am zweiten Platz ist der gegenwärtige Präsident. Und das, obwohl alle Medien gegen ihn sind. Das heißt, aus der Wahl eines falschen Präsidenten haben die Leute, also zumindest eine Mehrheit, offenkundig gelernt, dass sie sich darauf nicht verlassen dürfen.
nicht ausreichend, aber eine Mehrheit. Mal sehen, wie die Wahl ausgeht, das wissen wir ja noch nicht, aber trotzdem eine spannende Frage. Also wir müssen darüber gesellschaftspolitisch nachdenken, Gesellschaft, die viele Sachen stimmen nicht mehr, die Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Medien, der Zeitung, das geht ja alles zurück, deshalb gehen die jetzt ja auch in die Social Medien und überlegen sich immer, wie man da Wirkung erzielen kann. Ehrlich gesagt, mir machen Podcasts gar keinen Spaß. Aber in der Pandemie blieb mir ja nichts anderes übrig. Also da sitzt immer so doof vor uns so im Schirm rum. Also es ist nicht meine Welt. Ich brauche eine persönliche Beziehung zu demjenigen, mit dem ich spreche. So nur über Kanäle, es ist mir zu fremd. Aber okay, es ist da. Und du, da du es nicht los wirst, nur eins noch als letztes, wir brauchen rechtliche Rahmenbedingungen. Die haben wir nicht. Das Recht hinkt immer den gesellschaftlichen Realitäten hinterher. Und das ist hier ganz deutlich. Alles, was wir so hatten an Gegendarstellungsrecht, Unterlassung, Widerruf, war ja ganz nett im Verhältnis zwischen Springer Verlag und mir. Aber bei den Social Media kannst du das völlig vergessen. Das heißt, du musst dort andere Instrumente dir einfallen lassen, die Juristinnen und Juristen, damit du wenigstens einen Ausgleich hinbekommst. Vor allen Dingen, wenn jemand mit falschen Nachrichten geradezu kaputt gemacht wird, muss es ja auch eine Chance zur Reparatur geben. Ja, wir haben uns so verabredet, dass Sie natürlich Gelegenheit haben werden, zu einer bestimmten Zeit auch Ihre Fragen zu stellen. Wir würden gerne noch einige hier vorne stellen. Wir haben dann auch einen Chat. Gegebenenfalls gibt es auch dort Fragen. Die würden wir dann mit einstreuen. Natürlich taucht die Linke im Buch mehrfach auf. Das ist logisch beim linken Politiker. Und ich glaube, wir können hier heute keine Veranstaltung machen, ohne dass wir über die Linke auch sprechen, über die Situation der Linken. Ich komme aber zurück auf das Jahr 2013. Da ging es der Linken noch deutlich besser. Und da hast du in einer Rede, und das war, glaube ich, kurz vor der Wahl gesagt, ohne die Linke herrschte in diesem Bundestag gähnende Langeweile. Schlagendes Argument offenkundig, also die Linke ist auch gewählt worden. Gilt das heute auch noch oder hast du noch andere Gründe? Heute können auch wir die Langeweile nicht mehr aufbrechen. Sie wird zum Teil aufgebrochen durch die AfD, aber auf eine unangenehme Art und Weise. Und die CDU, CSU, deren Opposition kannst du einfach weghusten. Ja? Also die verständigen sich über das größte Aufrüstungsprogramm in der deutschen Geschichte. Also nicht nur 2% des Bruttoinlandsprodukts, übersetzt sind das 75 Milliarden. Wir geben jetzt schon 50 Milliarden aus. Die wollen das pro Jahr auf 75 Milliarden steigern und sogar noch mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts. 100 Milliarden werden noch mal gesondert ins Grundgesetz geschrieben. Warum? Weil CDU, CSU und SPD sich wieder auf eine fantastische Grundgesetzreform verständigt hatten. In 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. Und dann haben sie die Schuldenbremse eingeführt. Und wenn Sie jetzt einen Kredit von 100 Milliarden aufnehmen, würden Sie das Grundgesetz verletzen. Und um das Grundgesetz nicht zu verletzen, wollen Sie die 100 Milliarden ins Grundgesetz schreiben, dann sind Sie ja wieder an das Grundgesetz gebunden. So wird gedacht. Das wieder hat noch keiner übersetzt. Das muss eben mal in einer Rede gesagt werden, damit die Leute sagen, ach, deshalb, warum Grundgesetz? Ja, das liegt nur daran. Das ist ein Trick. Und es gibt, also deshalb sage ich, die CDU, CSU kannst du als Opposition diesbezüglich vergessen. Heute natürlich, dann machen sie so gegen die Minister und so. Aber die Grundübereinstimmung ist mir viel zu groß. Die kritisieren ja an Scholz nur, dass er nicht genügend Waffen liefert, dass er zu zögerlich ist etc. Und der verteidigt sich immer gegen den Vorwurf und sagt, ich liefere doch genügend und ich bin doch gar nicht so zögerlich. Das ist ja wirklich grotesk. Und wir nehmen da schon eine andere Oppositionsrolle wahr, aber meine Partei ist eben im Augenblick in einer wirklichen Existenzkrise. Und das wirkt sich dann auch aus, selbst auf Debatten, auf die Art, wie gesprochen wird und vieles andere mehr. Und ich habe dazu mal jetzt eine Kolumne geschrieben im Neuen Deutschland, auch ein bisschen zu den Gründen. Und dann habe ich etwas gemacht. Ich habe Abgeordnete meiner Fraktion eingeladen und wir hatten gestern ein Gespräch. Und die sind auch gekommen, ich habe ja gar keine Funktion, ich kann ja nur einladen. Und habe ihnen gesagt, was sich alles verändern muss, meines Erachtens verändern muss, wenn wir an Bedeutung erlangen wollen. Untergeht eine Partei nie. Aber die Frage ist, spielen wir weiterhin unsere Rolle, eine doch gesellschaftlich relevante Rolle?
oder bekommen wir das Niveau der DKP? Kein Mensch weiß was von ihr, kein Mensch interessiert sich, sie kriegt auch nichts verändert. Der kleine Kreis fühlt sich in sich wohl. Hm? Und das ist es. Und da müssen wir höllisch aufpassen. Und wir sind auf dem Weg sozusagen in den Bedeutungsverlust. Und das hat mehrere Gründe. Aber trotzdem leisten wir noch einen Beitrag dazu, die Langeweile zu begrenzen. Also heute, was ich immer wieder schaffe bei meiner Rede, ist permanente Zwischenrufe. Die brauche ich allerdings auch. So eine, wenn das gähnend leise ist, das macht mich ganz nervös, ehrlich gesagt. Dann muss ich mir was einfallen lassen, um die ein bisschen in Wallung zu bringen. Und schon mein Anfang, dass ich eben gesagt habe, wir könnten doch das Auswärtige Amt umbenennen. So mache ich das ja. Dann regen die sich natürlich furchtbar auf und dann ging das so weiter. Und dann immer die Gleichbehandlung. Also Sanktionen. Klar. Krieg. Okay. Erstens weiß ich nicht, warum man auch gegen die russische Führung und die Oligarchen ist ja das eine. Aber warum auch gegen die russische Bevölkerung? Die hat ja den Krieg nicht beschlossen. Und dann denken die sicher, dass die russische Bevölkerung dann sauer wird auf Putin. Sie vergessen nur, dass Putin dort die Medienhoheit hat, nicht wir. Der wird eher dafür sorgen, dass sie sauer werden auf uns und nicht auf ihn. Und das Zweite ist, dass es ja auch unsere Bevölkerung trifft. Lebensmittelpreise, Energiepreise etc. Und gleichzeitig, und das habe ich eben gesagt, das ist das Entscheidende, hinken wir anderen Staaten beim Einfrieren von Oligarchenvermögen deutlich hinterher. Und der Höhepunkt ist, es gibt jetzt in Italien, in Griechenland, in noch einem dritten Land, habe ich jetzt vergessen, und selbst in Großbritannien geplant, eine extra Gewinnsteuer für alle, die am Krieg verdienen. Da wird ja viel verdient an so einem Krieg, weil die Waffen ja verkauft werden. Deutschland nicht. Die lehnen das ab. Das heißt, die Konzerne, die daran verdienen, und die Aktionäre, die immer reicher werden, müssen nicht einen Euro zusätzlich bezahlen. Und das ist für mich im höchsten Maße unglaubwürdig. Und dann schrie die FDP Lambsdorff dazwischen Marktwirtschaft. Also er wollte damit sagen, wenn die mehr verdienen, verdienen sie eben mehr. Deshalb darf man ja nicht mit der Steuer herangehen. Aber Mehrwertsteuer dürfen wir alle bezahlen. Das ist gerecht etc. Also das ist eine solche Unverschämtheit, wenn ein solch schlimmes Ereignis passiert und daran Leute so verdienen und selbst Großbritannien, Griechenland, Italien das machen, dass das in Deutschland verhindert wird, finde ich den Gipfel der Frechheit. Und dann einen zweiten Umstand. Erdogan führt Krieg. Und zwar gegen Syrien und gegen den Irak. Und zwar konkret gegen die Kurdinnen und Kurden. Und der bombt die Einheiten, die den Kampf gegen den Islamischen Staat geführt haben. Und die Regierung schweigt. Und wir haben beste Beziehungen zur Türkei. Und wir verkaufen sogar Waffen in die Türkei. Und wir sind das fünftgrößte Waffenexportland. Und ich sage immer, das ärgert Sie, ich sage immer, nachdem wir die Verantwortung für den schlimmsten Krieg der Weltgeschichte hatten, den Zweiten Weltkrieg mit insgesamt 50 Millionen Toten, dass die Verantwortung haben für ein einzigartiges Menschlichkeitsverbrechen, den Holocaust etc., finde ich, dass wir an Kriegen nicht mehr verdienen dürfen. Punkt. Andere Länder haben eine andere Geschichte, die können sich anders verhalten, aber es ist unsere Geschichte. So, und das ärgert sie immer, weil ich habe etwas festgestellt, ja, also ich erzähle es mal kurz. Es wurde ein Denkmal für die Sinti und Roma eingeweiht, die durch die Nazis ermordet wurden. Ja, wir standen da alle rum, Kanzlerin und so. Und wurden Reden gehalten, dann war es zu Ende. Und ich blieb stehen, um mir das noch anzuschauen. Und die Kanzlerin blieb stehen und sprach 10 Minuten mit mir. Und 50 Kameras und Fotografen standen da rum und filmten das Ganze. Hat sie sonst nie gemacht. Hat mich gewundert. Dann fuhr unser Bundespräsident Steinmeier nach Griechenland und sagte, er möchte, dass ein einziger Abgeordneter ihn begleitet, Gregor Gysi. Nun haben wir keine private Beziehung. Und unter anderem ging es um einen KZ-Besuch. Und da habe ich festgestellt, dafür brauchen Sie mich. Ich bin der Einzige,
im Bundestag, der zwei Eltern hat, die aktiv gegen die Nazis gekämpft haben und Verfolgte des Naziregimes waren. Aber bis ich das begreife, dauert eben auch lange. Erst denke ich, die will sich nur mit mir unterhalten. Und plötzlich, das ist immer eine Situation, wo sie nichts gegen mich schreiben können. Nachdem ich das mitbekommen habe, ärgere ich sie natürlich auch besonders gerne mit solchen Argumenten. Weil die können ja, man kann ja schlecht was dagegen sagen. Höchstens kann man sagen, wie die komische Strack-Zimmermann oder wie die heißt, die sagt dann immer, nein, das Gegenteil ist richtig. Weil das so war, müssen wir jetzt Waffen an die Ukraine liefern, etc. Das kannst du natürlich gerne vertreten. Ich habe halt eine andere Logik. Aber ich sag dir ehrlich, Dagi, ich fühle mich dadurch auch ein bisschen missbraucht. Ich will ja nicht eine Ausrede für irgendwas sein und muss darüber nachdenken. Ich kann aber auch nicht Nein sagen. Also ich habe dafür auch keine Lösung gefunden. Ja, wir kommen sicherlich auf die Frage des Krieges gleich nochmal zurück. Aber vorher will ich nochmal auf deine Haltung zur Linken großgeschrieben zurückkommen. Du schreibst in deinem Buch, eine Partei muss wissen, welche Interessen sie vertritt und welche nicht. Also meine Frage an dich lautet jetzt, weiß denn die Linke überhaupt, welche bzw. wessen Interessen sie vertritt? Nein. Also es gibt mehrere Probleme in unserer Partei. Das erste Problem ist, dass wir über die Medien nicht deutlich machen, was eine Mehrheitsmeinung ist und was eine Minderheitsmeinung ist. Sodass immer der Eindruck entsteht, alle Meinungen sind in unserer Partei völlig gleichberechtigt vertreten. Dann verlierst du millionenfach Wählerinnen und Wähler. Weil die wollen ja wissen, was sie wählen. Und wenn sie wissen, ich wähle nichts, weil ich alles kriege, das ist nichts letztlich, wirst du nicht gewählt. Der zweite Fehler besteht darin, dass wir nicht begriffen haben, dass wir in erster Linie die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten haben. In erster Linie. Dann, in zweiter Linie, kommen die Kinder, kommen die Rentnerinnen und Rentner, kommen die Beamtinnen und Beamten, kommen die Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, kommen die Arbeitslosen, kommen die Obdachlosen, kommen die Flüchtlinge, kommen auch die Freiberuflerinnen und Freiberufler, die Solo-Selbstständigen und auch die Inhaberinnen und Inhaber kleiner Unternehmen und, wenn es interessiert, beantworte ich sogar, die Inhaber und Inhaber mittelständischer Unternehmen. Das ist von meinetwegen die dritte Gruppe. Aber das Wichtige ist, dass die erste Gruppe klar sein muss. Und die ist nicht klar. Und wenn du die erste Gruppe konsequent vertrittst, kannst du auch der zweiten Gruppe viel mehr helfen. Wenn du das nicht machst, wirst du beliebig. Und wir sind beliebig geworden. Und ich sage es ganz offen, wenn wir nur die Partei für die Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger sind, geraten wir unter 1%. Deren Schicksal ist mir wichtig. Ich bin derjenige, der fast immer für sie schreibt. Bei jedem Brief von einer Hartz-IV-Empfängerin schreibe ich an das Jobcenter. Mache ich immer, ist gar nicht meine Frage. Aber ich weiß, was der Interessenschwerpunkt sein muss. Das Dritte ist, dass wir inhaltlich wissen müssen, man muss sich auf bestimmte Fragen konzentrieren, gerade wenn man in einer Existenzkrise ist. Das Erste ist, wir brauchen eine reale Friedenspolitik. Bedingungslose Kapitulation ist keine Friedenspolitik. Militärischer Kampf bis zum letzten Soldaten ist absurd. Wir haben auf vieles zurzeit keine wirklichen Antworten. Wir brauchen aber, wenn wir die Friedenspartei sein wollen, brauchen wir Antworten. Ich habe natürlich eine Vorstellung, aber ich will die ja nicht oktroyieren. Die zweite Frage ist die soziale Gerechtigkeit und die gute Arbeit. Soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit bedeutet nicht nur die Vermögensunterschiede und die Einkommensunterschiede und Steuergerechtigkeit, alles gehört dazu, sondern bedeutet auch, was wird eigentlich hergestellt, welche Dienstleistung wird erbracht und wie sehen die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus und wie werden die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten berücksichtigt. Aber die ganze soziale Frage in ihrer Breite, nicht in einer Enge, nicht nur die Einkommensfrage etc., die muss uns beschäftigen. Also mithin auch Leiharbeit, befristete Beschäftigung, alles was dazu gehört. Arbeitsrecht gehört dazu, unser Mitbestimmungsrecht und so weiter. Die dritte Frage ist die ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung.
Die Jugend mahnt zu Recht an die ökologische Nachhaltigkeit und da muss auch viel getan werden. Unsere Aufgabe ist, immer darauf zu verweisen, dass die damit verbundenen sozialen Fragen zu lösen sind. Und zwar gleichzeitig. Wenn ich ein Braunkohlenrevier schließe und den Braunkohlekumpeln sagen, ihr bekommt doch 1,5 Jahre Arbeitslosengeld und später Hartz IV, na dann kann ich das Ding vergessen. Also dann habe ich aber Antiökologen erzeugt in jeder Hinsicht. Das heißt, du musst gleichzeitig sagen, welche Qualifizierungsmaßnahmen kann ich einleiten, dafür sorgen, dass sie in etwa das Gleiche verdienen mit einem anderen Job. Und soweit das nicht gelingt, brauche ich eben einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Anders geht es nicht. Zur ökologischen Nachhaltigkeit müssen wir eben die Frage stellen, wie oft fährt denn der Bus vom Dorf in die Stadt? Einmal, weil sich eine zweite Fahrt nicht rechnet, oder fährt er eben 4-mal? Zwinge ich die Leute zum Auto oder nicht? Mache ich das vielleicht auch als Genuss? Wieso kann ich in einem Bus nicht einen Kaffee trinken und eine Zeitung lesen? Und die sind so dicht, dass du maximal 500 Meter zu laufen hättest. Das passiert ja alles nicht. Also immer die soziale Frage müssen wir mit einbringen. Die dritte Frage. Die vierte Frage ist die Gleichstellung Frau-Mann. Die wird deshalb immer wichtiger, weil wir bei der Pandemie gemerkt haben, wie wir gerade auf die Frauenberufe angewiesen sind. Verkäuferin, Kassiererin, Pflege, Krankenschwestern, natürlich auch Kindertagesstätten etc. Und Frauenberufe sind deshalb Frauenberufe, weil sie schlecht bezahlt sind. Das ist der einzige Grund. Deshalb gehen wir Männer nicht hin. Kann ich beweisen. Grundschule verdient man weniger als in höheren Klassen. Zeigen Sie mir Grundschullehrer. Eine absolute Rarität. Gibt es fast nur Frauen. Bei den höheren Klassen. Dann kommen auch die Männer. Aber ob das wirklich so viel schwerer ist, Geografie in der 7. Klasse zu unterrichten, als 6-Jährigen das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, da mache ich mal ein Fragezeichen. Das heißt, wir müssen die Frauenberufe dadurch überwinden, dass wir sie endlich entsprechend ihrem Wert auch anerkennen und bezahlt werden etc. Das heißt, auch da wieder bei der Gleichstellung ist eine soziale Frage damit verbunden. Übrigens auch eine weltweite Frage. Komme ich hier mal ganz kurz dazu. Die Menschheit wächst ja. Wir waren ja mal 3 Milliarden, jetzt sind wir bei 7,5 Milliarden. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt, das ist die eigentliche Katastrophe, die auf die Menschheit wartet, wenn das immer weiter wächst. Nun kann man Atomkrieg führen, ne? Dann hört das Wachstum auf. Wenn man das aber so ablehnt wie ich und ich hoffe Sie auch alle, dann gibt es nur 2 Wege. Das eine ist die Überwindung der Armut. Armut erzeugt immer viele Kinder. War übrigens auch im Mittelalter in Deutschland so. Die Armen hatten immer zwischen 7 und 11 Kindern. Weil das ist dir ja egal. Du hast ja eh nichts zu verteilen. Und hoffst immer, ein Gör ist dabei, das reißt alles raus. In dem Moment, wo wir etwas besitzen, so sind wir Menschen, überlegen wir uns, wie oft wir teilen. Das reduziert die Zahl der Kinder. Also Armut überwinden ist das Erste. Und das Zweite ist die Gleichstellung der Geschlechter. Denn es gibt so viele Gesellschaften, Saudi-Arabien etc., wo den Frauen gesagt wird, dein Platz ist Küche und die Kinder. Und wenn die Frauen das akzeptiert, und leider akzeptieren es ja auch viele Frauen, dann sagen die, ob nur 6, 7 oder 8 Kinder, ist mir auch wurscht, die erziehen sich eh untereinander etc. In dem Moment, wo wir weltweit durchsetzen, dass Frauen das gleiche Recht und die gleichen Chancen brauchen zur Bildung, Ausbildung, zur beruflichen Tätigkeit und zur beruflichen und gesellschaftlichen Karriere, dann sagen sie, mehr als 2 oder 3 Kinder schaffe ich nicht. So einfach ist es. Und so schwer ist es. Also das ist die 4. Frage. Die 5. Frage ist die Gleichstellung Ost-West. Und da geht es nicht nur darum, was selbstverständlich ist, endlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit und gleiche Arbeitszeit und gleiche Rente für gleiche Lebensleistung, sondern da geht es auch um eine kulturelle, eine psychologische Frage. Und die haben wir bedient und die bedienen wir nicht mehr. Es geht um den Respekt vor Biografien. Und man darf nicht unterschätzen, welchen Einfluss Großeltern auf Kinder und Enkelkinder haben. Und ich sage mal eine winzige Kleinigkeit. Als ich Parteivorsitzender war, wurde immer ab, glaube ich, dem 70. oder 75. Geburtstag, bei runden Geburtstag, den Mitgliedern gratuliert. Gibt es nicht mehr. Als ich Parteivorsitzender wurde, ab 50 Jahre Mitgliedschaft in der Partei gratuliert.
gibt es nicht mehr. Und zum Beispiel, als ich 50 Jahre Mitglied der Partei war, habe ich so ein halbes Jahr später gesagt, da kriegt man ja nicht mal mehr einen Gruß von euch. Und dann sagte mir die Parteiführung, na, darunter wirst du ja nicht furchtbar leiden. Das stimmt. Darunter leide ich auch gar nicht furchtbar, aber ich weiß, wie andere darunter leiden. Und wie es dich erfreut, wenn es zur Kenntnis genommen wird. Es ist ein Fehler, die Alten zu vergessen. Das steckt nämlich dahinter, was nicht geht. Also ich sage, die Gleichstellung Ost-West, das hat mehrere Seiten, müssen wir auch anders handhaben. Wenn wir uns auf diese fünf Fragen konzentrieren und jetzt nicht auf dem Parteitag die Anträge behandeln zur Trennung von Amt und Mandat, weil wir sind ja sowieso dabei, alle Mandate zu verlieren, dann haben wir die absolute Trennung von Amt und Mandat. Also muss uns diese Frage im Augenblick nicht so wahnsinnig beschäftigen. Auch nicht, wie lange ein Mandat dauern darf. Das kannst du alles machen, wenn du um die 15% hast. Und natürlich auch der Doppelpunkt, das große I und das Sternchen, darf uns nicht ernsthaft auf dem Parteitag beschäftigen. Die Verwendung der weiblichen und der männlichen Form, das mache ich, das finde ich auch richtig. Das andere mache ich nicht. Aber ich habe auch nichts dagegen, dass man es macht. Nur es kann nicht die Frage unserer Partei zurzeit sein. Wir sind in einer Existenzkrise. Und da haben wir für solchen Puppimatz keine Zeit. Das ist das gehobene Bürgertum, das grün wählt. Für die ist das die gravierendste Frage. Aber selbst wenn wir denen hinterherlaufen, wählen die uns nicht. Das schaffen wir gar nicht. Also müssen wir wieder andere Maßstäbe setzen. So, und dann müssen wir noch, also wenn ich schon dabei bin, dann müssen wir überwinden das Denunziationsklima. Das ist das Schlimmste, was ich erlebe in unserer Partei. Alle diese Artikel gegen die Whistler, gegen Sören und so weiter, kommt immer alles von innen, immer alles von innen. Und bei uns steht ein Streit schon in der Zeitung, bevor er stattgefunden hat. Die Grünen streiten sich nicht weniger. Das Verhältnis Habeck-Baerbock kannst du vollständig verhindern. Nichts wie so. Warum können die Klappe halten und wir nicht? Dieses Denunziatorische müssen wir überwinden. Und das eng Dogmatische müssen wir auch überwinden. Also ich will das nur sagen, ich bin natürlich ein strikter Gegner der Aufrüstung. Ich halte das für völlig falsch. Außerdem sage ich immer Folgendes. Russland wird uns nie überfallen. Also die müssten ja vorher noch ein paar andere Länder überfallen, bevor sie überhaupt zu uns kommen. Deshalb müssen wir uns nicht auf einen Überfall von Russland vorbereiten. Aber selbst wenn Russland uns überfiele, wäre das ein Bündnisfall. Dann müssen die USA, Großbritannien, Frankreich eingreifen. Dann bleibt von Deutschland eh nichts übrig. Punkt. Punkt. So einfach ist es. Deshalb ist das Quatsch, das Geld in die Richtung zu stecken. Das zweite Argument, dass unsere Armee nicht funktioniert, also unsere Soldatinnen und Soldaten haben im Winter keine warme Unterwäsche, die Panzer rollen nicht, die Flugzeuge fliegen nicht und die Schiffe fahren nicht. Da habe ich gesagt, Frankreich gibt in etwa so viel Geld aus für Armee und Rüstung wie Deutschland und die haben warme Unterwäsche im Winter. Außerdem fahren die Panzer rollen, die Schiffe fahren und die Flugzeuge fliegen. Also liegt es ja nicht an der Menge des Geldes, sondern an der Art, wie es ausgegeben wird. Damit muss man sich mal beschäftigen. Das Zweite, also ich bin ein strikter Gegner dieser Aufrüstung. Trotzdem stehen wir vor neuen Fragen. Also ich bin jetzt Vorsitzender der deutsch-nordischen Parlamentariergruppe. Das heißt, ich habe jetzt immer Treffen mit den Finnen, den Dänen, den Isländern, den Norwegern und, habe ich immer vergessen, Schweden. Und nächste Woche habe ich ein Treffen mit allen fünf Botschafterinnen und Botschaftern und jetzt schon mit dem finnischen Vizepräsidenten des Parlaments und so weiter und so weiter. Und nun wollen ja Finnland und Schweden in die NATO. Nun hat sich an meiner kritischen Haltung zur NATO nichts geändert. Der Krieg der NATO gegen Jugoslawien war völkerrechtswidrig. Übrigens mit einer ähnlichen Begründungsstruktur, wir müssen ja den Kosovaren helfen. Russland sagt auch bei dem Krieg, sie müssen ja den Russen helfen. Also es ist hochinteressant. Einmal gilt die Argumentation, einmal gilt sie eben nicht. Ja? Aber von alledem mal abgesehen, wollen die, also meine kritische Haltung zur NATO hat sich nicht geändert. Außerdem bedauere ich, wenn wir immer weniger militärneutrale Staaten haben, weil Vermittlungsfunktionen werden immer schwieriger. Und ich verstehe auch nicht, warum zwischen Ukraine und Russland, Deutschland und Frankreich vermittelt haben und nicht Schweden und Finnland, die das im Kalten Krieg gemacht haben und plötzlich nicht mehr machen. Also auch das bedauere ich. Aber auf der anderen Seite sagen die, wir sind geschützter, wenn wir Mitglied der NATO sind. Erstens nimmt uns Russland dann anders wahr.
Die Finnen haben mir gesagt, wir haben eine Grenze von 1400 Kilometern. Die, neben dem Krieg gibt es ja andere Möglichkeiten. Die können 1 Million Flüchtlinge in Russland reinlassen und die dann über die grüne Grenze nach Finnland schieben. Und dann gilt EU-Recht mit allen Konsequenzen. Aber es könnte doch auch zu einem Angriff kommen. Nun sage ich Ihnen zwei Sachen. Sage ich, erstens glaube ich nicht, dass Russland Finnland angreift. Zweitens sollen die doch jetzt militärisch so geschwächt werden, dass sie dazu auch gar nicht mehr in der Lage sind. Und weshalb müssen sie denn dann in die NATO? Dann sagen die zu mir, erste Anfrage, haben Sie geglaubt, dass Russland in die Ukraine einmarschiert? Nein, sage ich. Und sind sie einmarschiert? Ja, sage ich. Das ist meine erste Antwort, sagt er. Und die zweite, natürlich sind die jetzt geschwächt, aber wenn der Krieg vorbei ist, dann rüsten die wieder mächtig auf. Dann lernen sie aus dem Krieg, was falsch ist. Und dann, in Wirklichkeit sind gefährdeter Georgien und solche Länder. Aber das lasse ich jetzt mal alles weg. Und dann sagt der, könnte das passieren. Deshalb wollen wir in die NATO. Ich habe darauf keine Antwort. So, und deshalb bin ich dafür, wenn der Antrag kommt, dass wir uns enthalten. Weil ich gebe eine Begründung dagegen ab und eine Begründung, die Verständnis erfordert. Und da musst du dann eine Haltung haben. Du darfst die eine Begründung nicht unterschätzen und die andere nicht. Und wir neigen dazu, dann nur die eine Seite zu sehen, die andere nicht zur Kenntnis zu nehmen und daraufhin dann eben in bestimmter Art und Weise zu reagieren. Die zweite Frage ist folgendes. Also, nehmen wir mal, ich nehme ein Beispiel. Wir haben einen stark gerüsteten afrikanischen Staat. Und sein Nachbarland ist schwach gerüstet. Und das Verhältnis zwischen beiden wird immer aggressiver. Der schwach gerüstete bittet den stark gerüsteten abzurüsten. Der sagt, machen wir nicht. Gut. Jetzt überfällt der stark gerüstete den schwach gerüsteten. Jetzt wendet sich der schwach gerüstete an den Sicherheitsrat der UNO und bittet nach Abschnitt 7 der Charta der Vereinten Nationen um einen robusten Einsatz von UN-Truppen, um den Angreifer zu vertreiben. Wir haben in Münster noch als PDS, ist aber auch später nie korrigiert worden, beschlossen, dass wir solche Beschlüsse uns gar nicht ansehen. Wir überprüfen, interessiert uns nicht, wir sind sowieso immer dagegen. Das ist aus zwei Gründen problematisch. Erstens, wenn wir die Partei des Völkerrechts sind, können wir nicht wie die anderen immer sagen, wir nehmen natürlich nur die Teile des Völkerrechts, die uns passen. Die, die uns nicht passen, die lassen wir links liegen. Also müssen wir auch respektieren erstmal den Abschnitt 7 der Charta der Vereinten Nationen. Das heißt aber nicht, dass wir den Entscheidungen zustimmen müssen. Aber es heißt, dass wir sie prüfen müssen. Und zum Beispiel die Entscheidung des Sicherheitsrates zum Militäreinsatz gegen Libyen hätten wir immer scharf kritisieren müssen und haben wir auch scharf kritisiert. Aber bei meinem Beispiel bin ich nicht sicher. Denn ansonsten sagen wir doch diesem wenig gerüsteten Staat, bitte kapituliere bedingungslos. Du musst dich damit abfinden, der andere Staat verleibt dich ein. Das ist keine Friedenspolitik. Jetzt kommt aber mein zweites Beispiel. Die stellen den Antrag und der Sicherheitsrat beschließt es nicht. Dann gibt es drei Gründe. Erstens, gibt keine Mehrheit. Oder eine Vetomacht legt ein Veto ein. Und zwar, weil sie mit dem angreifenden Staat sehr eng verbunden ist oder weil sie selbst der Angreifer sind. Nun sagt dieser nicht gerüstete afrikanische Staat, jetzt brauche ich dringend Waffen. Nun ist unsere Antwort, keiner darf an dich eine Waffe liefern. Das heißt doch wieder, wir sagen, du musst bedingungslos kapitulieren. Deutschland darf es wirklich nicht. Das begründe ich immer mit unserer Geschichte. Aber andere Länder haben eine andere Geschichte. Die haben gegen Hitler gekämpft und ihn nicht sozusagen der Welt gebracht wie wir. Und deshalb sage ich nur, ich will da noch gar keine Antworten drauf geben. Das gehört zu der Frage realer Friedenspolitik dazu. Aber natürlich müssen wir strikte Gegner des Krieges bleiben, aber das heißt doch des Angriffskrieges. Ein Verteidigungskrieg ist eben was anderes. Wir haben doch auch den Ländern, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg überfallen hat, nicht gesagt, ihr dürft euch nicht wehren. Also es war nie die Auffassung der Linken. Sondern wir haben doch immer unterstützt, die Sowjetunion und natürlich auch die USA und Großbritannien und Frankreich und andere, dass sie sich gewehrt haben und wie sie sich gewehrt haben. Und
wenn heute ein Land angegriffen wird, gilt das auch. Wir müssen uns nur überlegen, wie man die Politik, die Weltpolitik verändert, um das Ganze zu verhindern. Die ganze Rüstungsindustrie muss wenigstens verstaatlicht werden. Es ist eben völlig absurd, dass das Privateigentum ist und die Leute an Kriegen so viel verdienen. Dann fällt denen auch immer etwas ein, wie man zu Kriegen kommt. Egal, ob ich jetzt an die Türkei denke oder an welche Länder auch. Aber wiederum, wer hilft denn jetzt den Kurden und Kurden in Syrien und im Irak? Keiner. Die haben den Islamischen Staat auch für uns bekämpft. Und keiner hilft. Ich sage wieder, wir nicht für Waffen. Andere Länder anders. Aber wir helfen ja nicht mal verbal. Wir helfen ja nicht mal diplomatisch, sondern wir verkaufen weiter die Waffen an die Türkei. Also ich sage nur, es gibt viele Facetten, mit denen man sich beschäftigen muss. Und wenn unsere Partei das alles bedachte und mitkriegt, dass sie in einer existenziellen Krise ist und deshalb bestimmte Fragen zurückstellt, die jetzt nicht so wahnsinnig wichtig sind wie die Trennung von Amt und Mandat. Und das kann ich gut sagen, weil ich gar kein Amt in der Partei anstrebe. Also bei mir ist die Trennung vollzogen inzwischen. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Und ich befürchte, dass der Parteitag wieder die Auseinandersetzung wird, welche Strömung stellt die Vorsitzende. Es gibt aber vielleicht eine Lösung, aber über die muss ich erst mit den Betroffenen sprechen. Ich will ja gar nicht derjenige sein, der da alles kittet, das kann ich auch gar nicht. Aber ich bin dieser Partei zu sehr innerlich verbunden, als dass ich das einfach so laufen lassen kann. Ich habe am Anfang gestanden, als mir immer gesagt wurde, 89, 90, Gregor, es hat doch keinen Sinn, die Massenaustritte. Es macht keinen Sinn, du musst den Laden dicht machen. Aber es gab eben welche, die ihn nicht dicht machen wollten. Und wir haben mit Leidenschaft gekämpft. Und wir haben uns nicht denunziert. Und wir haben dadurch etwas erreicht. Und zwar für ganz Deutschland, dass die erstmals über Jahrzehnte sich damit abfinden mussten, dass eine Partei links von der Sozialdemokratie im Bundestag sitzt. Das kannten die ja gar nicht. Und in Europa waren wir wichtig, weil die italienische Kommunistische Partei, die zu besten Zeiten in Italien unter Berlinguer 36% der Stimmen hatte, die sind jetzt unter 1%. Unter 1%. So, das alles muss man ja zur Kenntnis nehmen. Insofern haben wir schon was geleistet. Aber jetzt sind wir gerade dabei, es kaputt zu machen. Darin sind wir natürlich auch einzigartig. Schnell und groß. Und diese Größe, diese Schnelligkeit und die Einzigartigkeit möchte ich gerne abbauen. Ich komme trotzdem noch mal auf das Thema Krieg und Frieden zurück. Vorhin haben wir über Zeitgeist gesprochen. Und schreibst du es auch in deinem Buch, dass eine linke Opposition den Zeitgeist verändern muss. Du hast am Beispiel Mindestlohn gemacht, da haben wir lange gekämpft und wir haben was erreicht. Der aktuelle Zeitgeist geht dahin, sozusagen es ist eine Militarisierung der Sprache, die wir gegenwärtig haben. Die Außenministerin spricht von werteorientierter Außenpolitik und wir sehen, was diese werteorientierte Außenpolitik ist. Sie spricht von Kriegsmüdigkeit der deutschen Bevölkerung. Wir haben eine Frontberichterstattung aktuell in den Medien, in den Nachrichten und so weiter. Und jetzt ist genau meine Frage, hier muss doch diese linke Opposition sozusagen genau hier einsteigen, um genau diesen Zeitgeist zu verändern. Und ich finde, da ist es zu wenig, darüber nachzudenken, ob nun Waffen geliefert werden oder nicht. Da muss doch eine andere Ansage von dieser Linken kommen. Und gerade von dieser Linken im Bundestag, die eben genau diese Entscheidung mitzutreffen hat. Ja, ich habe heute mich mit dem Begriff der Kriegsmüdigkeit, ich hatte ja bloß 5 Minuten, deshalb auseinandersetzt und an Kraus diktiert und meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die Bevölkerung kriegsmüde bleibt und nicht kriegslüstern wird, wie es die Außenministerin will. Außerdem hat sie gesagt, der Krieg wird erst beendet, wenn der letzte russische Soldat das ukrainische Territorium verlassen hat. Und dann habe ich ihr gesagt, das steht ihr nicht zu. Denn wenn die Ukraine und die Russland einen Kompromiss finden, welchen auch immer, haben wir den zu akzeptieren. Und können nicht sagen, nee, ihr müsst weiterkämpfen, völlig idiotisch. Ich habe Habermas verteidigt und gesagt, der ruft zur Besonnenheit auf und wird nur beschimpft. Nein, das glaube ich, du kannst es dir durch, ist ja nicht lang, 5 Minuten ist ja schnell gelesen. Leider bin ich nicht mehr zum Getreide gekommen, weil die amtierende Präsidentin schon sagte, dass meine Redezeit schon wieder abgelaufen war. Wo ich Ihnen immer gesagt habe, Sie denken nur an Ihre Instrumente und nicht an Gegeninstrumente. Und 1/3 der gesamten Getreideproduktion der Menschheit findet in der Ukraine und in Russland statt.
wenn die kein Getreide liefern, haben wir Millionen Tote. Und da sagte die Strack-Zimmermann zu mir, ja, und was würden Sie machen? Da sage ich, mir sind die Millionen Toten nicht egal. Ja, mir auch nicht. Sage ich, ja, dann dürfen Sie nicht Sanktionen machen, die eine solche Konsequenz nach sich ziehen. Sie sind verpflichtet, mit darüber nachzudenken. Da hast du völlig recht. Bloß, eins können wir bei meinem Beispiel auch nicht sagen, dass wir dem schwach gerüsteten Staat, der von einem stark gerüsteten Staat überfallen wird, sagen, naja, da Pech gehabt. Wir haben ja geredet, wir haben einen Brief an die geschrieben, die sollen das lassen, aber die lassen das nicht. Das ist zu einfach. Aber jetzt müssen wir uns gegen diese Stimmung stellen, da hast du völlig recht. Und ich glaube, dass ich das heute mit meiner Rede getan habe. Und das Interessante ist, dass mir Henrik sagte, ich beantworte ja immer alle E-Mails, diesmal ist das Verhältnis günstig, 5 positive E-Mails gegen eine negative. Das ist ein gutes Verhältnis. Ich kenne das auch anders, kann ich nur sagen. Ja. Und, aber viele natürlich. Das heißt, es hören doch viele zu und sind dann doch erleichtert, dass sich einer gegen diese Begriffe stellt. Diesen Kampf bis zum letzten Soldaten, die Kriegsmüdigkeit kritisiert sie. Ich meine, wo sind wir denn hier angekommen? Du hast völlig recht, das ist eine Kriegslüsternheit geworden. Nur es gibt eben einen Punkt, an dem ich nicht vorbeikomme. Natürlich ist es ein Stellvertreterkrieg. Die USA nutzen das jetzt und liefern viele Waffen an die Ukraine, um die Russen zu testen und militärisch zu schwächen. Aber sie könnten es ja nicht, wenn Russland nicht einmarschiert wäre. Punkt. Den Fehler hat Putin begangen, weil er genauso imperial denkt. Und er akzeptiert eben nicht, dass die Ukraine losgelöst ist. Schon, also ich habe jetzt so Aufsätze von ihm gelesen, wo das eigentlich schon alles drinsteht. Ist aber eine andere Frage. Ich glaube, letztlich wird er... Es wird schwierig werden, dann wird das Donbass-Gebiet einnehmen, dann noch so ein Streifen bis zur Krim. Dazu gehört auch Mariupol. Und dann wird er sagen, er hört jetzt auf zu schießen. Wenn die anderen allerdings schießen, um diese Gebiete zurückzukommen, wird er zurückschießen. Dann wird es eine Auseinandersetzung geben. Und zwar auch in der Ukraine und anderswo. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Er hat sich natürlich verrechnet. Sein Irrtum bestand darin, dass er glaubte, die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen zu ihm. Nicht nur die russischen Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern auch die ukrainische Nationalität. Und die Zeiten sind eben vorbei. Das, er denkt so in den Zusammenhängen des Zarenreiches. Nicht der Sowjetunion, das stimmt nicht, aber des Zarenreiches. Und das ist genauso nicht machbar. Und sag mal, lass mich noch eins sagen. Menschen einer Nationalität, die keinen Staat haben, sind immer die Benachteiligsten. Das waren über tausende Jahre die Jüdinnen und Juden, die sind es nicht mehr, weil es Israel gibt. Aber es sind nach wie vor die Sinti und Roma, die keinen Staat haben, und es sind die Kurden und Kurden, die keinen Staat haben. Und mit denen deshalb immer gemacht werden kann, was man will. Und deshalb ist es wieder verständlich, dass die Ukraine und Ukrainerinnen sagen, wir wollen einen eigenen Staat haben. Wie es ja auch verständlich ist, dass die Russinnen und Russen einen eigenen Staat brauchen. So, und das hat Putin alles durcheinander gemacht. Nun wird mir gesagt, es wurden ihm Fallen gestellt, er wurde provoziert. Mag alles sein, seine Pflicht ist, weder auf Fallen reinzufallen, noch sich provozieren zu lassen. Natürlich haben die NATO und die EU in Bezug auf Ukraine und Russland vorher alles falsch gemacht. Wer das immer kritisiert hat, war ja nur wirklich ich. Ich habe das in jeder Rede kritisiert, die Erweiterung der NATO, alles war falsch. Trotzdem, die NATO greift Russland nicht an. Also wenn, dann könnten sie es ja jetzt machen, könnten sie ja sagen. Das werden die auch nicht, weil sie dann den Dritten Weltkrieg kriegen. Da gibt es nur wieder von den israelischen Geheimnissen eine schöne Ausarbeitung, die ich jetzt lesen konnte. Und da steht drin, von den USA bleibt bei einem atomaren Weltkrieg nichts übrig, gar nichts. Von Russland bleibt ein Stück Tiger übrig. Darüber musste ich mich nun dann doch wieder trotz der Tragik etwas amüsieren, weil ich mir gesagt habe, also ein paar, nicht ein Menschen, aber ein paar Tiere, Pflanzen bleiben, aber nur in der Tiger. Und was dann aus der Erde wird, wissen wir nicht. Also das ist nicht ernst zu nehmen. Deshalb ist ja auch die Überlegung nicht falsch. Die Russland, also wir kämen jetzt zu einem dritten Weltkrieg unter drei Voraussetzungen. Die erste wäre, wenn Putin tatsächlich eine Atombombe über Ukraine abwirft. Macht er nicht. Würde auch das Militär nicht mitmachen. Gehe ich zumindest davon aus. Das zweite wäre, wenn Putin eine NATO-Stadt angriffe, weil das den Bündnisfall auslöste. Macht er nicht.
Ich glaube, dass er heimlich jetzt mit Erdogan telefoniert, um zu verhindern, dass Finnland und Schweden Mitglied der NATO werden. Aber Erdogan will in Wirklichkeit nur die F-16-Flugzeuge haben, die ihm verwehrt werden wegen seiner völkerrechtswidrigen Kriege im Syrien und im Irak durch die USA. Und wenn die USA ihm die Flugzeuge liefert und die Schweden und die Dänen artig sagen, dass sie da verbieten, die kurdischen Organisationen etc., dann wird er eben zustimmen. Aber trotzdem absurd. Aber ich will nur sagen, der zweite Fall wäre das Angreifen eines NATO-Staates. Und der dritte Fall wäre das Eingreifen der NATO. Und da muss ich erinnern, was darunter verstanden wird. Die Waffenlieferung, dadurch wirst du nicht zur Kriegspartei. Zurückdenken, Vietnamkrieg. Die Sowjetunion und China lieferten an Vietnam Waffen, aber nie Soldaten. Und keine Flugverbotszone. Das heißt, seit damals steht das fest, Kriegspartei wirst du erst, wenn du mit Soldaten eingreifst oder wenn du deine Flugzeuge schickst. Also die USA könnten ja eine Flugverbotszone durchsetzen, was Biden ablehnt. Denn dann müssten US-Flugzeuge russische Flugzeuge abschießen, etwa im Dritten Weltkrieg. Also die NATO darf nicht eingreifen, Putin darf keinen NATO-Staat überfallen und keine Atombombe werfen. Ich glaube, aber ich bin auch ein Zweckoptimist, dass alles drei nicht passieren wird. Aber es wird alles immer militärischer und militanter. Und das habe ich heute am Schluss gesagt. Leider kam ich nicht mehr zu Getreide. Aber ich habe am Schluss gesagt, was mir fehlt, ist Ihre Vorstellung einer künftigen Friedensordnung. Wie kommen wir wieder zu Deeskalation, zu Abrüstung, zu Interessenausgleich? Es gibt doch nicht nur die eigenen Interessen, es gibt auch immer ein Interesse des Gegenüber. Zu Diplomatie, viel mehr Diplomatie, die in den letzten Jahren ja sträflich vernachlässigt worden ist, und zur strikten Wahrung des Völkerrechts durch alle. Natürlich durch Russland, aber eben auch durch die NATO, auch durch die Türkei, auch durch Saudi-Arabien, auch durch den Iran, wenn ich mal an den Jemen denken darf. Und das noch was zu den Medien und zur Sprache. Wir sehen eben keine Bilder aus Syrien. Wir sehen keine Bilder aus Mali. Wir sehen keine Bilder aus den Jemen. Und deshalb entsteht kein Mitgefühl. Du siehst ja nichts. Aber du siehst jeden Tag die Ukraine. Natürlich ist sie näher, das weiß ich. Aber das war von dem anderen gar nichts sehen. Das finde ich eine Unverschämtheit. Ja, also damit das Publikum, auch jetzt das sehr verehrte Publikum, mal die Gelegenheit bekommen kann, Fragen zu stellen. Ja, genau. Also ich würde jetzt einfach mal empfehlen, wir wollten jetzt eigentlich so ein kleines Stück lesen, aber ich glaube, wir haben genug Lust gemacht, das Buch selber zu lesen. Also insofern verzichten wir jetzt auf diesen Teil. Hans-Dieter, ich glaube, du bist da auch nicht böse drüber. Sie kaufen sich das Buch alle und lesen es selbst. Aber dass Sie auf alle Fälle Gelegenheit haben. Ich gucke mal hinten in Richtung Chat. Ist da was, was wir vielleicht hier mit einbringen sollten? Dann können wir loslegen hier. Ja, warte mal, ich gucke mal, haben wir ein Mikro irgendwo? Ja, danke, super. Und ich habe gelacht. Also vielen, vielen Dank. Wunderbar. Ich bin froh, dass ich gekommen bin. Ich hoffe, ich rede für das ganze Publikum, dass wir uns das die ganze Zeit alle gedacht haben. Sind Sie denn pro oder contra bedingungsloses Grundeinkommen, Herr Gregor Gysi? Weil es ist ja die einzige Frage, womit wir vorwärts gehen können. Machen wir das im September oder machen wir das nicht? Ich bin dagegen. Sie sind dagegen, weil da bin ich ja zeitgeistlich vor Ihnen. Dann kann ich ja von Ihnen gar nichts mehr lernen. Ich weiß, dass jetzt. Aber dann müssen Sie mich ja einladen. Und in meinem nächsten Video sage ich, Herr Gregor Gysi ist gegen das BGE. Das heißt, den können wir vergessen. Gegen was für ein Ding? Gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, das stimmt. Darf ich es ganz kurz erklären? Also ich habe heute den Finanzplan, der wurde mir vom Stefan Wolf, Finanzpolitiker der Linke, zugeschickt, ne, auf Deutsch. Ich habe den auf Englisch übersetzt. Und das ist nicht kompliziert. Und das können wir ohne Staatsschulden mit einer knappen 1.000 Darum Milliarden finanzieren. Aber nicht, Herr Gregor Gysi, Kinder profitieren davon, Frauen, der Ost-West-Konflikt, Rassismus und Hartz-IV-Empfänger. Also alle Ihre Fragen. Warum sind Sie denn dagegen? Also ich sage Ihnen, bedingungslos kann das
Grundeinkommen gar nicht sein, dann müssen wir das ja auch an die 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen bezahlen. Also wenigstens die Bedingung, dass derjenige hier lebt oder sowas müssten wir schon formulieren, denke ich. Ist es natürlich. Ja, deshalb ist es in Wirklichkeit im juristischen Sinne nicht bedingungslos, aber mit wenig Bedingungen. Okay. Das Zweite ist, es bekämen ja alle. Und ich kenne den Bundestag und ich garantiere Ihnen Folgendes. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird, wird die gesetzliche Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung abgeschafft. Beides. So kann ja auch eine Mehrheit überzeugt werden, dass man den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sagt, also ihr müsst dann keine Beiträge mehr für die Arbeitslosenversicherung bezahlen und auch nicht mehr für die gesetzliche Rentenversicherung, denn ihr bekommt ja das bedingungslose Grundeinkommen. Und wer mehr haben will, kann private Versicherungen abschließen. Und das, glauben Sie es mir einfach, Sie schaffen es ab. Sie schaffen es ab. Deshalb kam die erste Idee von der FDP, die nannten das Bürgergeld. Das war dasselbe, bloß mit einem anderen Begriff. Und das bedeutete Folgendes. Der Pförtner wird arbeitslos, der Ingenieur wird arbeitslos. Sie bekommen beide das gleiche bedingungslose Grundeinkommen. Da der Pförtner weniger verdient hat, kommt er damit einigermaßen hin. Der Ingenieur muss anfangen zu verkaufen, weil er logischerweise seinen Lebensstandard nicht aufrechterhalten kann. Aber damit kann man ja noch leben. Schlimmer wäre Folgendes. Einer hat 45 Jahre hart gearbeitet, ein anderer hat nur 10 Jahre gearbeitet. Sie haben nicht eine private Versicherung abgeschlossen, konnten sie nicht leisten, große Familie, was auch immer, und dann leben sie von dem gleichen Geld in Rente. Es wird überhaupt nicht mehr gewürdigt, dass der eine 45 Jahre gearbeitet hat und der andere weniger. Ich wäre für das bedingungslose Grundeinkommen unter der Bedingung, dass es bei der gesetzlichen Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung bleibt. Ich weiß aber, dass beide abgeschafft werden. Lesen Sie sich nochmal durch. Ja, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt hier in so ein Zwiespalt. Ich wollte ja nur Ihnen meine Überlegung sagen. Wenn Sie mich davon überzeugen, dass das richtig ist, dass man nach 10 Jahren Arbeit und nach 45 Jahren Arbeit das Gleiche bekommt, aber davon kriegen Sie mich nicht überzeugt. Aber es gibt ein Punktesystem im Finanzplan von Stefan Wolf für die Linke. Also ich würde jetzt das wirklich an der Stelle mal bitte einen Break machen, und zwar für beide Seiten, sowohl für Krieger als auch für Sie. Ich glaube, das wird ein Thema sein, über das wir noch sehr, sehr lange diskutieren. Das wird weitere Diskussionen geben. Es wird ja möglicherweise sogar eine Mitgliederbefragung geben in der Linken. Und dann werden wir Gelegenheit haben, auch weiter darüber zu diskutieren. Aber es gibt weitere Fragen. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal hier vorne an und gehen wir mal hier so rum. Ich brauche kein Mikrofon. Ehemalige Lehrer. Nee, wir haben Leute im Stream mit. Deswegen wäre es ganz gut. Ist das an? Ja. Wunderbar. Ich habe vielleicht mal eine ganz andere Frage, die ich ein bisschen bei Ihnen vermisst habe, und zwar fehlender Friedensvertrag. Wir haben keinen Friedensvertrag, der unter der Corona-Demonstration so ein bisschen untergegangen, weil darum ging es. Weil ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, der viel zu vernachlässigt wird. Und dann zweite Bemerkung, ja, ich kann es auch manchmal witzig sein, jetzt weiß ich, warum ich wenig Bücher von Ihnen gelesen habe. Ich höre Ihnen zu gerne zu. Aber man kann sie auch lesen. Ich würde jetzt alle bitten, die sich gemeldet haben, vielleicht ganz kurze Fragen zu stellen, damit sie alle irgendwie Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen. Jetzt, ja, okay. Ja, hallo, ich habe eine kurze Frage, auch zur Friedenspolitik, zur konsequenten Friedenspolitik. Sie haben in Ihren Ausführungen oft über auch sehr lange Kriege gesprochen. Und ich wollte fragen, die deutsche Position zur israelischen Politik und der Besatzung der Palästinenser, sozusagen, wie konsequent Ihre Friedenspolitik auch dahin reicht, auch mit deutschen Waffenlieferungen? Mehr kann ich mir nicht merken, aber das geht ganz schnell. Der Friedensvertrag wird nicht mehr kommen. Weil zum Schluss führten über 50 Staaten Krieg gegen Deutschland. Da traten ja noch Argentinien, Brasilien ein. Dann müssten sie einen Friedensvertrag mit allen machen. Dazu müssten sie dann doch noch mal Entschädigungen etc. zahlen. Und deshalb haben sie als Ersatz 2+4 erfunden. Aber es ist kein Friedensvertrag, sind wir uns völlig einig. Den wird es in diesem Falle nicht mehr geben. Die ganze Einheit war in der Art der Organisation sowieso ein Fehler. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Dann noch was. Wenn Sie mir gerne zuhören, was ich schätze, da Sie ja nicht immer hören können. In der Zeit, in der Sie nicht hören, können Sie natürlich auch meine Bücher lesen, wollte ich nur mal so gesagt haben. Zur nächsten Frage.
Natürlich ist Deutschland in Bezug auf Israel gehemmt. Das kann ich sogar verstehen. Trotzdem müssen wir eine andere Politik machen, indem wir uns viel entschiedener für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. Die kann ja von meinetwegen vorübergehend sein. Und dann sage ich immer in den Grenzen von 67 und man kann gerne, aber nur Palästina und Israel, einen Austausch beschließen von Territorien. Das können sie. Aber wenn sie sich nicht einigen, dann in den Grenzen von 67. Und den Siedlern und Siedlerinnen, wenn das dann Palästina wird, da gibt es eine gute Idee in Israel von denen, die das wollen. Und die sagen, denen wird angeboten, Wohnung und Arbeit in Israel. Da muss wieder die UNO mit Geld helfen. Aber da können auch wir helfen. Das entspricht durchaus unserer Verantwortung. Und die, die es nicht wollen und da bleiben, dem muss gesagt werden, ab dann werden sie palästinensische Staatsbürger sein und haben nur noch den Schutz der Polizei dort. Mit allen Konsequenzen, die das dann haben wird. Also deshalb müssen die ein Jahr Zeit haben. Also ich könnte einen ganzen Plan entwickeln. Und ich sage Ihnen auch, bei Jerusalem ist es falsch. Das ist übrigens das einzige Gebiet, wo es einen Beschluss gibt über die Annexion. Bei den Golanhöhen gibt es das noch nicht, da sind sie so kurz davor, aber bei Jerusalem gibt es das. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Da hast du nur wirklich die Muslime, du hast die Jüdinnen und Juden, du hast die Christinnen und Christen und du hast ja auch noch solche wie mich, die also weder das eine noch das andere sind. Aber da gibt es nur eine Lösung. Entweder einigen sie sich und zum Beispiel so, dass beide Staaten, also Palästina und Israel, beschließen, es ist ihre Hauptstadt, das Ganze für beide. Und dann verständigen sie sich über eine getrennte Verwaltung, die einen das und die anderen das. Also da kannst du verschiedenste juristische Konstellationen antreten. Und wenn sie sich nicht einigen können, dann kommt Jerusalem unter UNO-Kontrolle und kriegt einen Oberbürgermeister wie mich. Weil ich alle gleich behandle. Da ich ja nicht an Gott glaube, sind sie mir alle gleich lieb. Und also wie mich, nicht wirklich mich. Das mache ich nur nicht mehr in meinem Leben. Aber solchen Typen brauchst du. Und das kann man sich vorstellen. Aber eine sehr spannende Frage, machen wir beim nächsten Mal ausführlich. Eine Frage zum Wahldesaster in Berlin. Ist an. Der Wahlleiter, der jetzt meint, man müsse vielleicht in einigen Wahlbezirken nachwählen, nun ist ja schon ein Grund für den nicht ordentlichen Wahlablauf, dass bis 20 Uhr manche Lokale geöffnet hatten. Aber wenn man nach einem Jahr nachwählt, dann ist nicht nur die bisherige Wahlbeteiligung und weiß ich, die Wahlprognose da, sondern da ist ja eine ganz andere Situation. Könnte man, es wird nämlich auch gesagt, die Gesine Lötsch würde vielleicht dann ihren Wahlkreis verlieren, weil sie nur 7.000 und ein paar hundert Stimmen mehr hat. Aber man kann doch nicht nach so einer langen Zeit, oder könnte man das juristisch jetzt eine solche Wahl in einzelnen Bezirken nachholen? Ja, die Frage ist überhaupt, ob du in einzelnen Bezirken eine Wahl nachholen kannst oder ob du dann die Bundestagswahl insgesamt nochmal machen musst. Aber da würde das Bundesverfassungsgericht sagen, das verletzt das Prinzip der Angemessenheit. Wir hatten einmal eine Nachwahl schon in Dresden oder in Leipzig, weiter in Dresden. Und da ist auch nur in dem einen Bezirk nachgewählt worden. Insofern wird das wahrscheinlich zulässig sein. Aber Sie haben völlig recht, das kann zu anderen Ergebnissen führen. Ich bin relativ glücklich, dass es in Treptow-Köpenick keine Beanstandung gibt, sondern nur in anderen Bezirken. Aber da muss man eben leidenschaftlich kämpfen. Aber natürlich ist unfair daran, dass unter ganz anderen Bedingungen gewählt wird. Man weiß ja, wie der Bundestag zusammengesetzt ist. Dann fällt die Linke aus dem Bundestag raus, wenn Gesine ihr Mandat verliert. Nee, das ist nicht so einfach. Das ist juristisch wieder viel schwieriger. Da sie ja zunächst das Direktmandat gewonnen hat und jetzt auch nicht in Frage steht, dass sie mehr Stimmen hatte, kann durch eine Nachwahl nicht mehr das Ergebnis vom September letzten Jahres korrigiert werden. Die Partei hatte drei Direktmandate und damit ist sie drin. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel den Bundestag verließe, ja, bleibt sie trotzdem drin. Also eine nachträgliche Änderung diesbezüglich, nur wenn sich feststellte, sie war gar nicht gewählt worden, das wäre was anderes. Aber das wird ja nicht festgestellt, sondern es geht ja darum, dass 16-Jährige wählen durften und lauter solche Sachen, weil sie alle Zettel durcheinander gebracht haben.
etc. Nein, also die Gefahr besteht nicht, aber ich würde natürlich leidenschaftlich für Gesine kämpfen und würde sagen, mein Gott, es gibt da so viele SPD-Abgeordnete, Unionsabgeordnete, AfD-Abgeordnete, Hunderte würde ich sagen. Das ist die einzige kleine Gruppe, ist die Linke. Also wir brauchen noch einen zusätzlich, damit wir mehr Redezeit bekommen, vor allen Dingen ich. Dann würden die Leute lachen, aber vielleicht darüber nachdenken, es zu tun. Du musst dir immer andere Argumente als die zu erwartenden einfallen lassen. Bei den genannten Themen, fünf waren es, auf die sich die Linke fokussieren sollte stärker, fehlte mir eigentlich das Thema Bildung. Ein Grund ist ja schon genannt worden, die Benachteiligung von Frauen, aber es ist auch eine soziale Frage. Wir erleben ja, dass immer weniger eigentlich den Zugang zu qualifizierter Bildung haben und damit reproduzieren sich auch Eliten nicht, die wahrscheinlich wenig zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen. Und ich sehe ein ganz großes Problem darin, dass Bildung Ländersache ist, eigentlich. Das Thema Bildung gehört eigentlich auf die Bundesebene. Und insofern habe ich mich ein bisschen gewundert, dass das nicht genannt wurde. Ja, das ist bei mir vollständig mit drin, und zwar bei der sozialen Frage. Weil die Chancengleichheit der Kinder und Jugendlichen beim Zugang zu Bildung, Ausbildung entscheidet überhaupt über ihre, und Kunst und Kultur entscheidet überhaupt über ihre soziale Zukunft. Also da ist das bei mir voll mit drin. Und da bin ich ein leidenschaftlicher Kämpfer für den chancengleichen Zugang. Sie weisen zu Recht darauf hin, ein Problem besteht im Föderalismus, aber da brauchst du eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat, um das zu kippen. Kannst du vergessen, kriegst du nie. Also kämpfe ich für ein Minderes, dass man aus dem Kooperationsverbot der 16 Bundesländer ein Kooperationsgebot macht, damit die sich wenigstens über die Schulstrukturen verständigen müssen. Und ich bin eben ein Gegner der frühen Trennung von Kindern, weil das nichts anderes bedeutet als soziale Ausgrenzung. Und da kann ich natürlich an die DDR erinnern. Wir bezahlen ja jetzt viele Reisen zu Bildungsstrukturen nach Finnland. Das hätten sich gleich im Osten ansehen können. Das ist jetzt viel teurer, die Reisen nach Finnland, denn die haben ja die Schulstrukturen der DDR übernommen, also zum Teil. Und das Zweite ist, Frankreich hat viel mehr Gemeinschaftsschulen als Deutschland. Und da ist es relativ häufig, dass Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Ingenieure werden, Architekten werden und so weiter. Bei uns eine absolute Rarität. Und da haben Sie völlig recht, indiskutabel. Und da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Und als ich das erste Mal in meinem Leben nach dem 13. August 1961 in den Westen fahren durfte, das war im Januar 88, bis dahin war ich genauso eingesperrt wie alle anderen, konnte auch nicht nach Jugoslawien oder sowas, nichts. Da war ich in Paris und war schwer begeistert. Also es fing schon damit an, in Restaurants konnte ich mich hinsetzen, wo ich wollte. Ich wurde nicht platziert. Na, das war vielleicht ein Freiheitsgenuss. Dann habe ich eine Kundgebung erlebt gegen die Regierung. Och, die schimpften, aber was das heuchelt. Das hat mir auch imponiert. Die Läden sahen sehr schön aus. Alles wunderbar. Es gab 1000 verschiedene Autos, wusste ich, lerne ich nie. War auch klar. Und natürlich war ich nicht in Schulen, ich war nicht in Krankenhäusern, ich war nicht unter Unternehmen. Das kann ich alles nicht verurteilen. Aber ich war im Louvre. Und zwar, weil da die von Leonardo da Vinci die lächelnde Mona Lisa hängt. Und ich wusste, wenn ich in Paris bin und sie mich nicht anlächeln darf, ist sie sauer. Und ich wollte keine Zank mit ihr haben. Und deshalb bezahlte ich die Metrofahrt hin und den Eintritt im Louvre. Und war pleite. Und das fiel mir auf. Dass wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Dresden zu den alten Meistern fahre, den Eintritt bezahle, um zum Beispiel die Sixtinische Madonna von Raphael zu sehen, ich fast nichts zu bezahlen habe. Und da wurde mir klar, dass es eben keinen chancengleichen Zugang zu Kunst und Kultur gibt und eben auch nicht zu Bildung und zur Ausbildung. Und dann versuchen die Kommunen immer irgendeine kleine Reparatur an einer Ecke, aber es ist im Kern überhaupt nicht gelöst. Und jetzt kommt das Erschreckende. Ich kann mit jedem Abgeordneten im Bundestag darüber sprechen, egal ob CDU, CSU, AfD, rede ich nicht, aber mit den anderen kann ich sprechen. Alle geben mir recht und es passiert nichts. Das kann einen auch wahnsinnig machen, weil es letztlich Ländersache ist und sich dort eben nichts bewegt. Leider. Gut, ich sehe jetzt, glaube ich, gar keine Frage mehr. Das wäre schön, ich habe auch den nächsten Termin um 20 Uhr. Ja, Gregor, wir haben uns ja auch verabredet, dass wir pünktlich schließen. Insofern bleibt mir jetzt vor allen Dingen Ihnen natürlich Dankeschön zu sagen, dass Sie hier waren in der Stiftung, darauf zu verweisen, dass wir eine Website haben, auf der man sich informieren kann über Veranstaltungen, über Publikationen und Ähnliches. Ich möchte mich natürlich ganz, ganz herzlich bei unserem Team bedanken,
die hier die Technik bedient haben, die alles super gut vorbereitet haben. Dankeschön an euch. Und natürlich ein ganz dickes Dankeschön an euch beide, an Hans-Dieter Schütt und Gregor Gysi, an dich. Ich hoffe sehr, du hast vorhin irgendwann gesagt, wenn du rausgehst, würde es weiter die Fraktion geben. Ich gehe mal und wir hoffen, glaube ich, alle miteinander, dass du natürlich nicht rausgehst, denn spätestens dann würde Langeweile in diesen Bundestag einziehen. Und das wollen wir, wenigstens das wollen wir nicht erleben. Die Linke wird gebraucht. Ich bin gespannt auf die Initiative, die du angekündigt hast vor dem Parteitag. Ich wollte eigentlich nachfragen, ich hatte aber das Gefühl, du willst es hier zumindest heute nicht verraten. Aber wir sind gespannt. Ein Donnerwetter wie in Göttingen wäre dringend notwendig. Ja, ich will ja auch sprechen auf dem Bundesparteitag. Ich habe aber gesagt, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Wenn Sie sagen 3 Minuten, dann lasse ich es bleiben. Da kriege ich das nicht unter. Und ich glaube, in einer Existenznot sollten Sie das zulassen. Aber ich glaube, Sie sind auch schon fast so weit. Ich wollte nur noch zum Schluss, also ich wollte mich bei euch beiden bedanken, bei Ihnen auch. Und mich auch für das nette Gespräch bedanken. Und dann wollte ich Mitleid erheischen. Weil ich bin wieder richtig in den blöden Strukturen des Bundestages drin. Ich bin Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, der ist ja nun zum Kriegsausschuss geworden, der tagt ja nun permanent. Und nun bin ich auch noch im Unterausschuss Abrüstung. Das finde ich spannend, dass wir einen Unterausschuss Abrüstung haben. Da bin ich gespannt, worüber wir da morgen reden. Also welche Abrüstung die meinen. Und da muss ich um 7.45 Uhr sein. Und wenn Sie mich etwas besser kennen würden, würde jetzt Ihr Mitleid überströmen. Das ist überhaupt nicht meine Zeit. Ja, für späte Zeiten bin ich ja gerne zu haben. Aber das bedeutet, dass ich um 6 aufstehen muss, um 7 losfahren muss. Furchtbar, einfach furchtbar. Ja, aber dann habe ich ja abends bis 22 Uhr Termine. Müssen Sie mal dann sehen, was so. Und ich bin 74. Eigentlich dürfte ich schon von der Rente leben, wollte ich sagen. Aber ich finde, ich habe mich dafür ganz gut gehalten und wünsche allen, die jünger sind, dass sie sich so gut halten und älter werden als ich. Und denen, die älter sind, denen gratuliere ich, dass sie es geschafft haben. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Das freut mich, dass ich das so aufstehen muss. Thank you.